Meisterjäger John Sinclair, Band 1702. Rückkehr der Verdammten. Die letzten Schritte legte Amos Burke keuchend zurück. Schließlich hatte er die kleine Anhöhe überwunden und stolperte auf die primitive Hütte zu, die tatsächlich noch vorhanden war und all den Jahren den Unbilden des Wetters getrotzt hatte. Sie stand unter den Zweigen der blattlosen Bäume. Sogar die Tür war noch da, gegen die Amos lief und an deren Rändern er sich festhielt. Er musste erst mal Atem schöpfen, bevor er in die Hütte hineinging, um sich zu verstecken. Mit Händen und Knien stieß er die Tür schließlich nach innen. Er wäre beinahe noch über die etwas erhöhte Schwelle gestolpert, fing sich und betrat leicht schwankend die Hütte. Sein Blick war auf die alte Bank gerichtet, die quer zum Eingang stand. Auf sie ließ er sich fallen und war froh, daß das alte Holz nicht unter ihm zusammenbrach. Geschafft. Nur dieses eine Wort huschte durch seinen Kopf. Dass er so weit kommen würde, damit hätte er nach seinem Ausbruch nicht gerechnet. Aber er hatte alle Hindernisse überwunden und konnte endlich Atem schöpfen. Burke blieb auf der Bank sitzen. Er lehnte sich gegen die kalte Wand und schloss die Augen. Allmählich kam er zu Atem. Einige Male zuckten seine Lippen. Es war so etwas wie die Andeutung eines Lächelns. Obwohl sich außerhalb der Hütte die Temperaturen gegen den Nullpunkt bewegten, lag Schweiß auf seiner Stirn. Die Kleidung, die er trug, wärmte kaum, aber das machte ihm alles nichts aus. Wichtig war dieser Teilsieg, der ein endgültiger werden sollte. Der Mann mit dem dunklen Bürstenschnitt und dem eckigen Kinn unter der breiten Nase hatte es geschafft. Er war geflohen. Ab aus dem Wagen, der ihn vom Knast zu einem Zahnarzt hatte bringen sollen. Unterwegs war ihm die Flucht gelungen. Seine beiden Bewacher hatte er durch diese Aktion völlig überrascht. Es lag auch daran, dass sie ihn nicht ernst genommen hatten. Auch er sah sich nicht als Verbrecher an. Er war ein Betrüger, okay. Aber die Leute hatten es ihm zu leicht gemacht, als sie ihm ihr Geld anvertrauten. Nun ja, zum Schluss war er zu unvorsichtig gewesen. Er hätte sich absetzen sollen. Das hatte er versäumt, und so war er aufgelaufen. Zwei Jahre ohne Bewährung hatte man ihm aufgebrummt, eine Zeit, die er nicht hatte absitzen wollen. Die ersten drei Monate waren noch schlimmer für ihn gewesen, als er es sich vorgestellt hatte. Und die Chance zur Flucht hatte er sofort ergriffen und war dann zwischen zwei Orten abgehauen und einfach nur gerannt. Er kannte sich in dieser Gegend aus. Hier war er als Kind oft genug bei seiner Tante und seinem Onkel gewesen. Da hatte er die Freiheit genossen, um durch die Gegend zu streifen. Und das hatte sich an diesem Tag bezahlt gemacht. Einige Minuten gönnte er sich. Eine Pause, die ihm gut tat, die dafür sorgte, dass die Nervenanspannung abflaute. Ab jetzt sollte sein Leben ohne Gitter verlaufen. Burke musste nachdenken. Das Haus seiner Verwandten lag nicht zu weit entfernt. Er wusste, dass sein Onkel gestorben war, aber die Tante lebte noch. Und sie wollte er besuchen, auch wenn er sie schon über Jahre hinweg nicht mehr gesehen hatte. Von seinen Geschäften wusste sie nichts und seine Gegner wussten nichts von seiner Tante, eine gute Konstellation. Den Weg kannte er noch. Und nicht nur den offiziellen. Er würde eine Abkürzung nehmen und sich durch die Natur schlagen, wie er immer zu sagen pflegte. Er wollte auch erst bei Anbruch der Dunkelheit bei seiner Tante erscheinen. Amos Burke überlegte, wie lange er noch in der Hütte bleiben sollte. Ausgeruht war er. Das Laufen würde ihm keine Probleme machen. Zwar würde man nach ihm fahnden, doch er glaubte nicht, dass sie ihm bereits auf der Spur waren. Zudem war er kein Schwerverbrecher. Er hatte keinen Menschen umgebracht, nur eben einige Gutgläubige ins finanzielle Chaos laufen lassen. Für die Betrogenen sehr schlimm, denn es gab nicht wenige, die alles verloren hatten. Es hatte sogar Selbstmorde gegeben und diese Taten berührten ihn schon. Es war jetzt nicht die Zeit, großartig darüber nachzudenken. Er musste und wollte weg. Genügend ausgeruht war er. Burke wollte auch nicht zu lange warten, um diese Jahreszeit wurde es rasch dunkel. Bevor sich der Tag verabschiedet hatte, wollte er sein Ziel erreicht haben. Als er sich von der Bank erhob, spürte er seine Knochen. Zwar war Amos Burke kein alter Mann, knapp 40 Lenze alt, aber es gab doch einige Probleme mit der Kondition. Sein sportliches Verhalten hatte in der Regel aus Übungen am Schreibtisch bestanden. Er achtete nicht auf das Ziehen in seinen Beinen. Schwerfällig setzte er sich in Bewegung. Die Tür hatte er nicht ganz hinter sich zugezogen. Um die Hütte zu verlassen, musste er sie weiter aufziehen, was er auch tat. Am Boden klemmte sie etwas, doch das war für ihn kein Problem. Er zog sie so weit auf, dass er nach draußen gehen konnte. Er hatte vor, erst mal stehen zu bleiben, um sich umzuschauen. Es war wichtig für ihn, die Umgebung zu kontrollieren, denn so recht traute er dem Frieden nicht. Wenige Sekunden später war er zufrieden. Er hörte und sah auch nichts Verdächtiges. Über seine schmalen Lippen huschte ein erstes Lächeln. Für einen Moment funkelten sogar seine Augen. Es war alles okay. Er konnte sich auf den Weg zu seiner Tante machen. Die Tür wollte er wieder schließen. Nichts sollte darauf hindeuten, dass die Hütte besucht worden war. Er drehte sich um, fasste nach der lose hängenden Klinke, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, als alles anders wurde. Plötzlich hörte er Stimmen. Im ersten Moment schoss ihm das Blut in den Kopf. Sein Herz schlug schneller. Er spürte in seinem Inneren einen wahnsinnigen Druck, und Burke wusste nicht, was er unternehmen sollte. Hineingehen oder sich in die Büsche schlagen. Die Echos der Männerstimmen blieben bestehen. Es war für ihn nur nicht herauszufinden, aus welcher Richtung sie ihn erreichten. Jedenfalls waren die Männer nicht zu sehen, aber nahe genug herangekommen, um ihn zu entdecken, wenn er flüchtete. Burg reagierte von Panik getrieben. Er hätte noch wegrennen können, doch das tat er nicht. Er riss nochmal die Tür der Hütte auf und versteckte sich im Inneren. Kaum hatte er das getan, faßte er sich an die Stirn, weil es ihm blödsinnig vorkam. Zu ändern war es leider nicht mehr. Er mußte abwarten und auf ein kleines Wunder hoffen, daß die Männer die Hütte nicht betraten. Außerdem bestand eine winzige Hoffnung. Die Stimmen waren ihm fremd gewesen. Sie gehörten keinem seiner Wächter, die mit ihm im Wagen gesessen hatten. Es war durchaus möglich, dass sich Wanderer in diese Gegend verirrt hatten. Ich muss die Nerven bewahren, dachte er. Ich darf auf keinen Fall durchdrehen. Er behielt die Nerven und wartete. Und er blickte auf die Tür, die er nicht wieder zugezogen hatte, die allerdings so weit offen stand, dass er nach draußen schauen konnte. Da sah er sie. Zwei Männer waren es in der Tat, und sie waren nicht weit von der Tür entfernt. Es sah so aus, als wollten sie die Hütte betreten, was Burks Herz noch mal schneller schlagen ließ. Doch dann atmete er auf, als die Fremden etwa in einem Schritt Entfernung vor der Tür anhielten und zunächst mal nichts taten. Eine Galgenfrist, dachte Burke. Er hielt den Atem an. Auf keinen Fall wollte er sich bemerkbar machen, denn das hätte für ihn negativ ausgehen können. Er schaute sich die beiden Männer an, ohne von ihnen gesehen zu werden. Sie waren für ihn unterschiedlich, in der Größe ungefähr gleich, doch von der Haarfarbe völlig verschieden. Einer von ihnen hatte schwarze Haare, der andere schlohweiße, die sehr dicht auf seinem Kopf wuchsen. Auch die Kleidung machte Burke stutzig, nicht nur das Verhalten der beiden. Was sie trugen, passte nicht in diese Zeit. Das hatte auch nichts mit Mode zu tun. Es war einfach anders. Der Weißhaarige hatte sich für einen langen Gehrock entschieden, während der andere keinen Mantel trug, sondern einen Umhang, wie man ihn aus früheren Zeiten erkannte. Das war schon merkwürdig. Die beiden Männer schienen von einer Verkleidungsparty gekommen zu sein. Amos Burke hatte sein eigenes Schicksal vergessen. Er war neugierig geworden und wollte wissen, was die beiden Männer miteinander zu reden hatten. Deshalb trat er noch näher an die Tür heran, um sie besser verstehen zu können. Ja, sie redeten. Das allerdings war für Burke völlig uninteressant geworden, denn etwas anderes traf ihn plötzlich mit voller Wucht. Es war der Geruch, der von den Männern ausging. So roch man nicht. Dieser Gestank war faulig, einfach widerlich. Und der Gedanke kam ihm plötzlich. Die beiden Männer stanken wie verwesende Leichen. In dieser Sekunde glaubte Amos Burke nicht mehr, er selbst zu sein. Was er da riechen musste, war einfach nur verrückt. So etwas konnte es normal nicht geben. Das musste eine Täuschung sein, aber genau das war es nicht. Burke bewunderte sich selbst, weil er die Nerven behielt. Er ging auch jetzt nicht weg und beobachtete weiter, ohne dass er sich um die Sätze kümmerte, die beide Männer sprachen. Es war einfach nur der Gestank, der ihm entgegentrieb. Widerlich. Er raubte ihm den Atem, und er drang durch den Türspalt, als wäre er nur für ihn bestimmt aber er schaffte es, sich die beiden Männer genauer anzuschauen. Die altertümliche Kleidung war ihm ja schon aufgefallen, jetzt kam noch mehr hinzu. Er entdeckte, dass die beiden Männer bewaffnet waren. Nicht mit Schusswaffen, wie es normal gewesen wäre, nein, er sah deutlich die Stichwaffen an ihren Seiten. Es waren Säbel oder Degen. So genau kannte er sich damit nicht aus. Jedenfalls trug man die Waffen nicht mehr heutzutage. Er schüttelte den Kopf. Irgendwas musste er tun. Nach wie vor versuchte er auch, den Atem anzuhalten, was ihm nicht gelang. Wenn er Luft holte, dann vorsichtig durch die Nase, denn er wollte den Leichengestank nicht im Mund haben. Dennoch wurde ihm fast übel. Er wünschte sich, dass die beiden Männer wieder verschwanden, aber den Gefallen taten sie ihm leider nicht. Sie blieben da, sie sprachen, sie flüsterten. Und einer von ihnen deutete mit einer Handbewegung in die Umgebung, als wollte er dem anderen etwas zeigen. Beide nickten zur selben Zeit. Es war so etwas wie ein Signal. Sie drehten sich um und gingen entschlossen auf die Hüttentür zu. Sie mussten nur einen Schritt gehen, um sie zu erreichen. Ein Tritt stieß sie nach innen. Für einen Moment wurde es heller, dann betraten die ungleichen Personen die Hütte. Sie blieben bereits nach dem ersten Schritt stehen und starrten den Mann an, der fassungs und bewegungslos vor der Bank stand und kein Wort sagte. Amos Burke war völlig von der Rolle. Was er hier erlebte, glich einem bösen Albtraum, der leider keiner war, denn in den Träumen der Menschen existieren keine Gerüche. Das war hier so. Der Gestank hatte sich intensiviert, wie ein unsichtbarer Schwall wehte er auf Burke zu, der das Gefühl hatte, überhaupt nicht mehr atmen zu können. Zwei Augenpaare starrten ihn an. Es war hell genug in der Hütte, um auch die Augen zu erkennen, die eigenartig glänzten. Niemand sprach ein Wort. Es wurde nur gestarrt und erinnerte an ein stummes Kräftemessen, wobei sich Amos Burke alles andere als ein Sieger fühlte. Der Ausbrecher wußte nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis er sich endlich ein Herz faßte, leicht nickte und eine Frage stellte: Wer sind Sie? Beide drehten die Gesichter einander zu, sie wechselten einen knappen Blick. Dann ergriff der Weißhaarige das Wort: Ich bin der Marquis de Canero. Auch der zweite Mann gab eine Antwort. Er nickte kurz und sagte: Ich bin Sir Edward Turner. Jetzt wußte Amos Burke Bescheid. Und doch war er nicht schlauer geworden. Mit beiden Namen konnte er beim besten Willen nichts anfangen. Das merkten auch die beiden Männer, die sich wieder kurz anschauten. Mit leicht vorwurfsvoll klingender Stimme sagte Turner: Er ist ein Unwissender. Ja, was soll er auch wissen? Die Zeiten sind andere geworden, meinte Turner. Der Marquis de Canero lächelte. Aber unsere Botschaft ist es nicht. Sie ist die gleiche geblieben. Der Groß aus der Hölle und der wird ewig bleiben. Amos Burke hatte genau zugehört und jedes Wort verstanden. Allerdings war es ihm nicht möglich, das Gehörte richtig einzuordnen. Er zeigte sich verunsichert. Wie er die beiden seltsamen Gestalten ansah, so kamen sie ihm nicht unbedingt bedrohlich vor. Und doch steckte etwas in ihnen, mit dem er nicht zurechtkam. Es waren für ihn keine unbedingt normalen Menschen mehr. Das bezog er nicht allein auf ihr Aussehen. Es waren ihr Gehabe und ihre Sprechweise. Sie schienen aus einer anderen Zeit zu stammen, was man durchaus auf die Kleidung beziehen konnte, denn sie war mehr als ungewöhnlich. Und dann gab es noch diesen Geruch. Nein, der Begriff war falsch. Man konnte nicht von einem Geruch sprechen, sondern von einem Gestank, der das Atmen erschwerte und ihm sogar einen Teil des Atems raubte. Das war einfach nicht zu fassen. Was wollen Sie? Er hatte nicht vorgehabt, diese Frage zu stellen. Sie war ihm kurzerhand über die Lippen gerutscht, doch er erhielt eine Antwort. Burke hoffte, dass sie ihm die Wahrheit sagten, auch wenn diese nicht eben prickelnd war. Der Marquis lächelte. Er nickte dann und meinte: Wir wollen Sie. Nur Sie allein. Was? Ja. Amos Burke wollte lachen. Er schaffte es nicht, weil ihm das Lachen im Hals stecken blieb. Dann hatte er sich wieder gefasst: Aber ich kenne Sie nicht. Wir sehen uns hier zum ersten Mal, und Sie beide tun so, als hätten Sie mich gesucht und auch gefunden. Das haben Sie gut erkannt. Es ist zwar nicht unbedingt genau so, aber wir können damit leben. Sie sind sehr wichtig für uns, das müssen Sie uns glauben. Burke sah die Dinge längst nicht mehr so optimistisch. Er merkte, dass sein Herz schneller schlug. Plötzlich war seine Stirn feucht geworden. So etwas wie das Gefühl für eine Gefahr war in ihm hochgestiegen. In der Brust spürte er einen starken Druck. Selbst das Atmen fiel ihm nicht mehr leicht, und er war bereits dabei, seine Flucht zu bereuen. Im Knast wusste er zumindest, woran er war, das war hier leider nicht der Fall. Vor ihm lag eine große Leere, in die er hineinspringen musste, ohne zu wissen, wo er landete. Im Knast hatte er nicht eben zu denen gehört, die das sagen hatten. Durch sein Mundwerk war es ihm immer wieder gelungen, sich herauszureden, doch in diesem Fall sah es nicht danach aus. Hier gab es andere Vorgaben, und trotzdem versuchte er es. Bitte, wer immer Sie auch sein mögen, ich weiß nicht, was wir gemeinsam hätten. Sir Edward Turner gab die Antwort. Sie liegen richtig. Im Moment haben wir nichts gemeinsam, aber Sie werden für uns sehr wichtig sein. Wir haben Sie als unseren Boten ausgesucht, und Sie werden für uns eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Ohne dass Sie mich kennen? So ist es. Und wenn ich mich weigere? Jetzt schauten sich die beiden Männer erneut an. Sie lachten sogar, bis dieser Turner wieder das Wort übernahm. Es ist eine beschlossene Sache, und Sie werden sich nicht wehren können. So einfach liegen die Dinge. Es war komisch, aber Burke glaubte ihnen. Zudem fühlte er sich völlig verunsichert. Er hätte gern etwas gesagt, aber sein Mund war verschlossen. Er spürte die Angst, er merkte, dass es hinter seiner Stirn tuckerte, und er suchte bereits nach einem Ausweg aus dieser Lage. Freiwillig würden sie ihn nicht laufen lassen, das stand fest. Er musste eine Gelegenheit finden, die Flucht zu ergreifen, so schwer ihm dies auch fallen würde. Leider stand er so ungünstig, dass ihm der Weg zur Tür versperrt war. Auch damit würde er zurechtkommen müssen. Er musste die beiden Männer aus dem Weg räumen, um freie Bahn zu haben. Also so agieren, wie es einige seiner Mitgefangenen in bestimmten Situationen getan hatten, wenn es zwischen ihnen Ärger gab. Nicht mehr lange nachdenken, einfach nur handeln. Er stürzte vor. Genau das taten die beiden Männer ebenfalls. Als hätten sie seine Gedanken gelesen, und die beiden kannten sich aus. Sie waren ein eingespieltes Team, und plötzlich rammten sie ihn an zwei Seiten seines Körpers, dem konnte er nichts entgegensetzen. Burke flog zurück. Er war in diesem Augenblick völlig hilflos. Mit den Armen ruderte er durch die Luft, und noch bevor er sich fangen konnte, waren sie bei ihm. Wieder schleuderten ihn die Treffer zurück, und diesmal drehte er sich dabei. Er achtete nicht auf die Schmerzen in seinem Rücken, als ihn dort ein harter Schlag traf. Er sah nur die Bank, die förmlich auf ihn zugeflogen kam. Dabei war er es, der auf die Bank fiel und bäuchlings darauf landete. Vorbei, schoss es ihm durch den Kopf. Verdammt, Sie haben mich. Und wie Sie ihn hatten. Er war auf dem Bauch gelandet und spürte den Druck eines Knies genau dort in seinem Rücken, wo ihn der Schlag getroffen hatte. Damit gaben sich die seltsamen Männer nicht zufrieden. Sie wuchteten ihn herum, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Plötzlich lag er auf dem Rücken, und genau das hatten die beiden gewollt. Sie nagelten ihn dort fest. Sie waren eiskalt und gingen systematisch vor. Turner setzte sich auf seine Beine, während De Canero seine Handgelenke umklammert hielt und dabei die Arme brutal gegen die Bank drückte, deren Sitzfläche breit genug war. Burke starrte nach oben. Er sah das Gesicht des Weißhaarigen dicht über sich schweben. Aus der Nähe betrachtet fielen ihm die Falten auf, eine graue und irgendwie altwirkende Gesichtshaut durchzogen wie ein Muster. De Canero öffnete den Mund. Es sah aus, als hätte sein Gesicht ein Loch bekommen. Und aus diesem Loch strömte dieser widerliche Gestank hervor, der Amos Burke den Atem raubte. Er wollte auch nicht mehr einatmen und hielt die Luft an. Und trotzdem umwehte ihn der Leichengestank. Er war mit einem Pesthauch zu vergleichen, dem Burke nicht entgehen konnte. Er sah das Glitzern in den Augen des anderen, und es kam ihm in den Sinn, dass er es hier nicht mehr mit einem Menschen zu tun hatte, sondern mit einer Gestalt, die noch wie ein Mensch aussah, aber innerlich völlig verfault war und sich bereits im Zustand der Verwesung befand. Burke hatte damit gerechnet, dass ihn die beiden Männer umbringen würden. Jetzt war er sich dessen nicht mehr so sicher. Es konnte durchaus sein, dass sie etwas Besonderes mit ihm vorhatten, und er fragte sich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er. Seine Gedanken brachen ab. Der Kopf des Weißhaarigen zielte nach vorn. Dabei blieb der Mund auch weiterhin offen, wie bei einem blutgierigen Vampir. Doch das war der Weißhaarige nicht. Er war ein Mensch, wenn auch kein normaler. Und dann passierte es. Obwohl er damit gerechnet hatte, Wurde Amos Burke völlig überrascht. Die Lippen des Weißhaarigen pressten sich auf seinen Mund, und es war tatsächlich ein Kuss, der sehr schnell vorbeiging, weil sich der Mund wieder löste. Amos Burke war so überrascht, dass er nichts mehr sagen konnte, auch wenn sein Mund wieder frei lag. Das Reden übernahm der Weißhaarige. Er erklärte ihm, warum er ihm den Kuss gegeben hatte. Es ist der Pestkuss gewesen, mein Freund. Wir haben dich infiziert. Du gehörst jetzt zu uns. Wir sind die Pestbringer, die Verdammten. Und wir sind zurückgekehrt, um unsere Zeichen zu hinterlassen. Und genau dafür haben wir dich gebraucht. Es hätte auch einen anderen Menschen treffen können, eine Frau zum Beispiel. Aber du bist uns über den Weg gelaufen. Amos Burke hatte die Worte in sich aufgesaugt. Er wollte noch eine Frage stellen, doch dazu kam er nicht mehr. Denn erneut presste der Weißhaarige seine Lippen auf Burkes Mund. Diesmal länger. Er blies den warmen und fauligen Atem in die Mundhöhle des Mannes, wobei Burke sich nicht wehren konnte, weil er so stark gehalten wurde. Es gab für ihn kein Entrinnen mehr. Er musste sich seinem Schicksal ergeben. Die Lippen drückten gegen seinen Mund. Er hatte das Gefühl, die Fäulnis in sich aufnehmen zu müssen, was für ihn einfach grauenhaft war. Aber er konnte sich nicht dagegen wehren und war dann heilfroh, als sich der Weißhaarige wieder von ihm löste. Der Oberkörper schwang langsam in eine normale Haltung zurück, wobei der Blick starr auf den liegenden Mann gerichtet blieb. Amos Burke war nicht bewusstlos geworden. Er lag auf dem Rücken und starrte in die Höhe. In den Augen des fremden Gesichts funkelte es. So sah ein triumphaler Ausdruck aus und nicht anders. Um den Mund herum lag jetzt ein kaltes Lächeln. Es war der Genuss, den der Sieger spürte. Der Druck von seinen Beinen verschwand. Turner blieb neben der Bank stehen und schaute ebenfalls auf ihn herab. Auf seinem Gesicht lag ein satter und zufriedener Ausdruck, der sich auch in seinen Augen wiederfand. Sie ließen ihn in Ruhe, und Burke war froh darüber, so konnte er sich wieder fangen. Sie ließen es sogar zu, dass er sich aufrichtete, und fingen dann an zu sprechen, wobei sie sich gegenseitig ablösten. Du bist jetzt unser Bote, erklärte Sir Edward Turner, und du wirst unseren Auftrag ausführen. Du wirst einen bestimmten Mann aufsuchen. Der Weißhaarige nickte. Merke dir seinen Namen gut. Er heißt Sinclair. John Sinclair. Er lebt in London. In dir steckt jetzt der Keim der Pest. Du bist von nun an in unserem Kreis und wirst in der Lage sein, diesen Keim weiterzugeben. An Sinclair, sagte Turner. Die beiden hatten nun genug gesprochen. Jetzt warteten sie auf eine Reaktion. Amos Burke war nicht in der Lage, etwas zu sagen. Es war einfach zu viel über ihn gekommen. Diese schrecklichen Neuigkeiten waren so leicht nicht zu verkraften. Doch dann freute er sich darüber, dass er es schaffte, eine Antwort zu geben. Ich, ich kenne keinen John Sinclair. Das wissen wir, sagte der Marquis. Du wirst ihn leicht finden. Du kannst dir auch Zeit lassen. Wir sagen dir noch, wo er arbeitet, bei Scotland Yard. Dort ist er eine wichtige Person, und du wirst derjenige sein, der ihm den Keim überbringt. Gib ihm den Pestkuss, so wie du ihn von uns bekommen hast. Burke hatte alles gehört, aber fassen konnte er es nicht. Er glaubte, in einer verkehrten Welt zu sein. Sein Gesichtsausdruck zeigte Unglaube und Nichtbegreifen. Er konnte nicht reagieren, weder etwas sagen oder lachen. John Sinclair, flüsterte Turner. Merk dir den Namen gut. Fahre nach London und beobachte ihn und denke nicht mal daran, unseren Befehl zu missachten. Wir halten dich unter Kontrolle. Solltest du deine eigenen Wege gehen wollen, wäre das tödlich für dich. Der Weißhaarige sprach weiter. Und vergiss niemals, welcher Keim in dir steckt. Hast du gehört? Niemals. Wir werden dich gleich allein lassen. Mach dich auf die Suche. Fahr nach London. Dort wirst du ihn finden und ihm den Pestkuss geben. Wenn das alles geschehen ist, werden wir uns wieder bei dir melden. Burke hatte alles verstanden. Er nickte, obwohl er noch zahlreiche Fragen hatte. Der Marquis bewegte sich bereits auf die Tür zu. Turner blieb noch bei Burke stehen. Er warnte ihn. Denk immer daran, dass du unter unserer Kontrolle stehst. Du gehörst jetzt zu uns. Wir haben dich angesteckt. In dir schlummert der Pestkeim, und du wirst ihn wunderbar weitergeben können. Mehr wurde nicht gesagt. Sekunden später hatten die beiden Pestboten die Hütte verlassen. Wie vereist saß Amos Burke auf der alten Bank und versuchte seine Gedanken zu ordnen. Was ihm alles andere als leicht fiel. Die Hütte war leer bei seiner Ankunft. Er konnte noch immer nicht begreifen, was da passiert war. Und doch gab es einen Beweis. Es war der Druck in seinem Rücken. Dort hatte man ihn geschlagen, und er war geküsst worden. Geküsst von einem Menschen, der den Keim der Pest in sich trug einer Seuche aus der Zeit nach dem Mittelalter, einer tödlich verlaufenden Epidemie, die auch der schwarze Tod genannt wurde. Natürlich war sie längst ausgerottet, kein moderner Mensch sprach mehr darüber, die Pest war ausgerottet und vergessen worden. Und jetzt? Burke hätte schreien können, wenn er daran dachte, dass der Keim in ihm steckte. Das glaubte er auch, die andere Seite hatte sich ganz gewiss keinen Spaß mit ihm erlaubt. Waren sie vielleicht Überlebende der Pest? Der Gedanke kam ihm plötzlich. Anfreunden wollte er sich damit nicht. Es war unmöglich. Wer die Pest in sich hatte, der starb einen schrecklichen Tod. Und ich habe sie in mir, flüsterte Burke. Dabei rann es ihm eiskalt den Rücken hinab. Er spürte auch, dass er sich innerlich verkrampfte und musste sich schütteln. Die Angst steckte in ihm. Sie war mit einem scharfen Schwert zu vergleichen, das sein Inneres durchbohrte. Nicht nur sein Herz schlug schneller, auch in seinem Kopf tuckerte es. So sehr er auch grübelte, er fand keine Lösung. Sich einem Arzt anzuvertrauen oder in ein Krankenhaus zu gehen, das traute er sich nicht. Er dachte auch nicht mehr daran, dass man nach ihm fahnete. Er hatte einen Auftrag erhalten, und er würde ihn bis zum bitteren Ende durchziehen. Einen Mann namens John Sinclair sollte er suchen. Sich mit ihm treffen, nahe an ihn herankommen, um ihm dann den Todeskuss zu geben, denn wer den Keim in sich trug, der war verloren. Bin ich das auch? So sicher war Burke sich nicht, denn er mußte an die beiden Besucher denken. Auch sie trugen den Keim in sich, aber sie waren noch am Leben. Sie konnten sich bewegen, sie konnten reden, sie verhielten sich fast wie normale Menschen auch wenn sie von einem stinkenden Pesthauch umgeben waren. Das war seine Hoffnung. Er trug den Keim in sich, doch der musste nicht unbedingt zu seinem Tod führen, und darüber würde er noch lange nachdenken müssen. Burke stand auf. Alles war okay. Er konnte sich bewegen wie immer. Er ging auf die Tür zu und zog sie auf. Auch hier ließ er eine gewisse Vorsicht walten, es war einfach eine Folge seiner Knastmonate. Er schaute nach draußen und konnte durchatmen. Niemand näherte sich der Hütte. Die Verfolger hatten seine Spur verloren oder möglicherweise gar nicht erst aufgenommen. Jedenfalls brauchte er von dieser Seite nichts zu befürchten, vorerst nicht. Das sah er schon als einen Vorteil an. Allerdings musste er sich wieder im Leben zurechtfinden, und das würde nicht leicht sein. Er brauchte Geld, das musste er sich beschaffen auch neue Kleidung und einen fahrbaren Untersatz. Die beiden Verdammten hatten ihm kein Zeitlimit vorgegeben, so konnte er alles in Ruhe vorbereiten, und er glaubte fest daran, dass er einen Weg zu diesem Sinclair finden würde, wobei er sich nicht daran störte, dass dieser Mann bei Scotland Yard arbeitete. Mit diesem Gedanken verließ Amos Burke die Hütte. Draußen hatte sich längst die Dunkelheit über die Stadt gelegt. Wenn der kalendarische Winter vor der Tür stand, war dies völlig normal, und ich hielt mich noch immer im Büro auf. Ich wollte auch nicht zu mir nach Hause fahren, denn ich hatte meinem Freund, dem Reporter, Bill Connolly versprochen, ihn zu besuchen, wobei ich mich schon auf einige Häppchen und auf einen guten Schluck freute, den Bill für mich bereithalten würde. Suko wollte den Rover nehmen und nach Hause fahren. Ich würde mir ein Taxi holen. Noch war Suko nicht gegangen. Er stand an der Tür zum Vorzimmer und grinste mich an. Was ist so lustig? fragte ich. Ich frage mich soeben, ob du morgen in deinem Bett liegst und nicht hochkommst oder bei den Conollys übernachten wirst. Ich warf ihm einen bösen Blick zu. Darüber musst du dir keine Gedanken machen, mein Freund. Ich bin da. Aber in welchem Zustand? Das kommt ganz darauf an, was die Conollys zu bieten haben. Und wie ich sie kenne, wird das erste Sahne sein. Ich werde mich auf jeden Fall nach Hause bringen lassen. Du kannst mich ja morgen früh wecken, dann fahren wir gemeinsam los. Suko deutete einen militärischen Kurs an. Alles klar, mein Freund. Das werde ich gern tun. Viel Spaß. Du hättest ja mitkommen können. Er schüttelte den Kopf. Ich muss zu einem Geburtstag. Das habe ich Shao versprochen. Wird eine Teeparty weh? Diesmal wahrscheinlich nicht. Viel Spaß. Werde ich haben. Suko verschwand. Lange blieb ich nicht allein, denn Glenda Perkins, unsere Assistentin, erschien. Sie hatte sich winterlich gekleidet, trug einen hellen Zopfpullover und eine graue Jeans, die ziemlich eng saß. Glenda verschränkte die Arme vor ihrer Brust und fragte: Wann wirst du denn verschwinden? In ein paar Minuten bin ich weg. Ich muss mir nur noch ein Taxi rufen. Okay. Aber da ist noch etwas. Und er hat wieder angerufen. Ich musste nicht danach fragen, wer es gewesen war, denn Glenda hätte mir auch keine Antwort geben können. Bereits einige Male hatte in den letzten Tagen ein Unbekannter angerufen und nach mir gefragt. Mehr nicht. Er war zufrieden mit der Antwort, dass es mich gab, dann hatte er aufgelegt. war's wie immer, fragte ich. Glenda nickte. Genau er hat seinen namen nicht gesagt er wollte nur erfahren ob du da bist ich habe ihm heute keine antwort gegeben frage mich aber wer er ist und was er von dir will keine ahnung ich habe hier nicht mit ihm gesprochen deshalb kann ich dir auch nicht sagen ob mir die stimme bekannt vorkommt mir auch nicht ich hob die schultern allerdings frage ich mich was diese anrufe bedeuten ich denke nicht dass es sich dabei um einen telefonterror handelt dahinter steckt etwas anderes Jemand will was von dir. Ich zuckte mit den Schultern. Ich habe eher den Eindruck, dass jemand erfahren will, ob ich im Lande bin. Komisch ist es schon. Das weiß ich. Glenda ließ nicht locker. Hast du denn bemerkt, dass man dich beobachtet? Nein, da ist mir nichts aufgefallen. Aber das muss auch nicht sein. Wer mich unter Kontrolle hält, der ist so raffiniert, dass mir nichts auffällt. Ja, das denke ich mir auch. Gut. Ich stand auf. Ändern kann ich es nicht und nur hoffen, dass der Typ irgendwann aus seiner Höhle kommt. Er muss ja nicht unbedingt ein Feind sein. Es ist durchaus möglich, dass er mich anruft, weil er sich nicht traut, mich Auge in Auge anzusprechen. Ich hob die Schultern. Was soll's? Ich mache mir deswegen keinen Kopf. Irgendwann wird er sich schon zeigen. Gut, dann verschwinde ich jetzt. Ich nickte Glenda zu. Tu das. Einen schönen Abend noch. Haha. <laughs> Ich muss bügeln. Sie verzog kurz das Gesicht und zog sich dann zurück. Ich hatte nicht mehr viel zu tun, nur das Taxi bestellen, das mich zu den Connollys bringen sollte. Ich freute mich auf den Abend mit meinem ältesten Freund. Den Hörer hatte ich noch nicht berührt, da klang die Melodie des Telefons in meine Ohren. Jemand rief an, und ich überlegte kurz, ob ich abheben sollte oder nicht. Letztendlich siegte die Pflicht. Ich hob ab, wollte mich melden, doch das ließ der Anrufer nicht zu. Sinclair? Er war es wieder. Er ließ nicht locker. Und diesmal wollte ich ihn in der Leitung halten. Ja, das bin ich. Jetzt sagen Sie mir bitte, was Sie von mir wollen. Der Tod schwebt bereits über dir. Der schwarze Tod. Ein heftiges Lachen folgte, dann war die Verbindung unterbrochen. Ich stand auf dem Fleck und tat nichts. Aber meine Gedanken waren in Bewegung geraten, denn mich hatte besonders ein Begriff stutzig gemacht. Der unbekannte Anrufer hatte den schwarzen Tod erwähnt. Und damit war ich alarmiert. Ich hatte den schwarzen Tod erlebt, dieses riesige Skelett, das in seiner Grausamkeit kaum zu übertreffen war. Es war mir gelungen, ihn zu vernichten. Er würde nicht mehr zurückkehren können, und jetzt hatte ihn der Anrufer erwähnt. Warum? Was hatte er mit dem schwarzen Tod zu tun? War er ein Diener? Hatte er sich einem vernichtenden Dämon verschrieben, um nach seinen Vorgaben zu leben? Das konnte zutreffen, musste aber nicht sein. Denn der schwarze Tod hatte eine noch ganz andere Bedeutung. Jedenfalls wusste ich jetzt mehr, was den geheimnisvollen Anrufer anging, und doch wusste ich immer noch zu wenig. Und genau das ärgerte mich. Auf dem Display war auch keine Nummer erschienen, deshalb ging ich davon aus, dass er von einer Telefonzelle aus angerufen hatte. Aber man war mir auf der Spur, und ich musste vorsichtig sein. Der Anrufer hatte diesmal sogar mehr preisgegeben, indem er den schwarzen Tod erwähnte. Ich ging davon aus, dass er mir näher gekommen war. Zwar freute ich mich auf das Wiedersehen mit den Connollys, aber meine Gedanken würden sich in eine andere Richtung bewegen, und das blieb auch so, als ich im Taxi saß und dem Fahrer mein Ziel genannt hatte. Er war ein älterer Mann, der auf seinem Kopf eine Schirmmütze trug. Da werden wir eine Weile brauchen. London ist mal wieder fast dicht. Klar, wie immer. Ich dachte auch daran, dass es nur noch wenige Wochen bis Weihnachten waren. Schon jetzt hatten sich die Geschäfte mit einem künstlichen und unnatürlichen Glanz geschmückt, was besonders bei dem berühmten Kaufhaus Harrods auffiel. Egal, wir quälten uns weiter. Eigentlich hatte ich die Augen schließen und mich entspannen wollen, das tat ich nicht. Der Anruf beschäftigte mich schon, und so schaute ich öfter aus dem Fenster und in die Seitenspiegel, um nach irgendwelchen Verfolgern Ausschau zu halten. Da war nichts zu sehen. Nur die Lichter der unzähligen Autos, die hinter uns fuhren. Da einen Verfolger herauszufinden, war so gut wie unmöglich. Zum Glück gehörte der Fahrer zur schweigsamen Sorte. Auch wenn ihm meine Blicke auffielen, er sagte nichts dazu. Hin und wieder sprach er ein paar Sätze mit seiner Zentrale, das war alles. Die Connollys lebten im Londoner Süden. Dort war der Verkehr längst nicht mehr so dicht. Die Chancen, einen Verfolger zu entdecken, waren gestiegen. Auch da musste ich passen. Ich wollte mich auch nicht selbst verrückt machen, das verdarb mir nur die Freude auf den Abend. Schließlich stoppten wir vor dem Haus der Connollys. Ich beglich die Rechnung und schaute durch das offene Tor in den Vorgarten. Es gab ja Menschen, die hatten ihr Grundstück bereits um diese Zeit vorweihnachtlich geschmückt, dazu gehörte Sheila Connolly nicht. Ich wurde von der normalen Beleuchtung begrüßt, die ich kannte. Ich wusste, dass die Connollys auf mich warteten und schritt auf das Tor zu. Allerdings schaute ich mich auch hier um, und als ich den Kopf nach links drehte, da sah ich, dass das Licht eines Scheinwerferpaars in diesem Augenblick erlosch. Normal? Nicht normal? Zufall? Ich konnte es nicht sagen. Wollte aber auch nicht dorthin laufen, denn das Verlöschen der Scheinwerfer war eigentlich normal. Ich war zudem nicht der Typ, der überall Gespenster sah. Wenn jemand was von mir wollte, würde er sich schon melden. Mit diesem Gedanken betrat ich das Grundstück meiner Freunde und ging den Weg bis zum Haus hoch, wo mich Bill bereits vor der Haustür erwartete. Komm rein, alter Junge! Und dann? Wirst du uns sicherlich einiges zu erzählen haben, was deinen letzten Fall anging. So ist das also. Du hast mich aus lauter Neugierde eingeladen. Was meinst du denn? Wir klatschten uns ab, dann betrat ich das warme Haus der Conollys. Ich packe es. Ich packe es noch in dieser Nacht. Ich werde mir diesen Sinclair holen. Nur dieser Gedanke beschäftigte Amos Burke. Er war zufrieden, denn das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint. Zum einen war er nicht gefunden und wieder zurück in den Knast geschafft worden. Und er hatte sich auch zurechtfinden können. Es hatte besser geklappt, als er es sich vorgestellt hatte. Zwei Überfälle kamen auf sein Konto. Durch sie war ihm Geld in die Hände gefallen. Bei einem Mann sogar eine recht hohe Summe. So hatte er sich in einer privaten Pension einmieten können, wo man keine großen Fragen stellte. Auch einen Wagen hatte er sich zugelegt, einen unauffälligen Toyota. Bei einem Händler, der sich über Bargeld freute, hatte er den Wagen erworben, ein recht altes Modell, das für seine Zwecke völlig okay war. Lange Strecken wollte er damit nicht fahren. Es gab diesen Sinclair. Er arbeitete tatsächlich bei Scotland Yard, wo Burke schon mehrere Male angerufen hatte. An diesem Abend war es ihm sogar gelungen, ihn persönlich zu sprechen. Dann hatte er gewartet. Burke wusste auch, wie Sinclair aussah. Diese Information hatte er in einem Internetcafé gegoogelt. Es war zwar kein besonders scharfes Bild gewesen, hatte aber ausgereicht, um den Mann zu identifizieren, als er Scotland Yard verließ und Amos Burke in der Nähe des Eingangs gelauert hatte. Das Taxi war ihm aufgefallen, und er war so schnell wie möglich zu seinem Toyota gelaufen, für den er tatsächlich noch einen Parkplatz in der unmittelbaren Nähe gefunden hatte. Danach war es zu einer Verfolgungsjagd gekommen, die sich als nicht einfach herausstellte. Manchmal hatte er das Taxi aus den Augen verloren, es aber immer wieder gefunden, und es war ihm möglich gewesen, es bis zu seinem Ziel zu verfolgen. Die Rücklichter waren aufgeglüht. Sinclair hatte den Wagen verlassen, und auch Burke hatte das Licht der Scheinwerfer gelöscht, was Sinclair hoffentlich nicht aufgefallen war. Amos Burke wartete ab, bis er Sinclair nicht mehr sah, weil er das Haus betreten hatte, dann erst stieg er aus. Nicht nur er löste sich aus dem Wagen, auch ein gewisser Leichengeruch verließ das Innere. Burke merkte nichts davon, denn ihm war der Gestank mittlerweile vertraut geworden. In dieser Nacht würde er Sinclair endlich stellen, das stand für ihn fest. Auch wenn er warten musste, bis sich eine Gelegenheit bot, das machte ihm nichts aus. Er war dick genug gekleidet, da konnte ihm die Kälte nicht viel anhaben. Er ging über den Gehsteig auf das Haus zu. Wer hier sein Haus gebaut hatte, der gehörte nicht zu den ärmsten Menschen. Zudem passte die Gegend perfekt. Es gab nur wenig Autoverkehr, und die Leute, die hier wohnten, zeigten sich um diese Zeit nicht. Die waren allesamt in ihren Häusern abgetaucht. Zudem spendeten nur wenige Straßenlaternen ihr spärliches Licht. Hier würde ihm so schnell kein Mensch begegnen. Als er den Rand des Grundstücks erreicht hatte, hielt er an und sah am Zaun entlang, wusste auch, wo sich der Zugang befand, und entdeckte die beiden Kameras, die mit ihren künstlichen Augen die Umgebung des Eingangs beobachteten. Seine Lippen verzogen sich. Es gefiel ihm nicht, unter Kontrolle zu stehen. So war es ihm kaum möglich, das Gelände ungesehen zu betreten. Da musste er sich schon etwas einfallen lassen. Er hatte zudem festgestellt, dass die andere Straßenseite nicht unter Kontrolle stand. Dort konnte er sich ebenfalls aufhalten und das Grundstück beobachten, was nicht mal eine schlechte Position war, denn so sah er sogar das etwas erhöht stehende Haus. Besser wäre es natürlich gewesen, das Grundstück von einer anderen Stelle aus zu betreten, und der Gedanke wollte ihn einfach nicht loslassen. Er wurde immer stärker, bis sich Amos Burke nicht mehr dagegen wehren konnte und damit begann. Seinen Plan in die Tat umzusetzen. Es war wie immer klasse gewesen. Sheila Connolly hatte nicht nur großartig gekocht. Sie wusste genau, was ich gerne aß. So hatte sie sich auf köstliche Kleinigkeiten beschränkt. Dazu gehörten Lachshäppchen, winzige Frikadellen, heiße Bratwurststücke mit einer köstlichen Currysoße, Scheiben von dünnem Kalbfleisch und sogar winzige Frühlingsrollen mit einer scharfen Soße. Ich hatte wirklich Hunger gehabt. Und vor allen Dingen hatte es mir die Currywurst angetan, die ich aus Deutschland kannte und so gern aß. Natürlich gab es auch etwas zu trinken. Ein leckeres Bier hatte Bill immer im Keller. Ich hätte auch einen roten, weißen oder einen Roséwein trinken können. Das tat ich später, als ich den Nachtisch auch noch gegessen hatte. In Rum eingelegte Pflaumen mit einem leichten Zimtgeschmack veredelt. Schon während des Desserts erzählte ich von meinem letzten Fall. Beide Connollys hörten angespannt zu. Bill hatte dabei nur mal kurz am Rande mitgewirkt, und er als auch seine Frau bekamen große Augen, als sie hörten, dass es Menschen gab, die das ewige Leben wollten und dabei auf den Saft eines Felsenbirnbaums gesetzt hatten, aus dem das Kreuz hergestellt worden war, an dem der Erlöser gestorben war. Ich wurde immer wieder nach Einzelheiten gefragt und verschwieg nichts, was beide Connollys staunen ließ, obwohl sie selbst schon so viel erlebt hatten. Und in London, in der Templerkirche, hat es für dich das Finale gegeben, sagte Bill. Ja. Mein Blick veränderte sich. Es sah aus, als würde ich nach innen schauen. Dass ich noch lebe, habe ich eigentlich so gut zu verdanken. Die andere Seite war gnadenlos. Aber es waren keine Dämonen, oder? Richtig, Sheila. Normale Menschen. Hier in London und in den Pyrenäen, wo Gottwin de Salier den Kampf aufgenommen hat. Dass er dabei mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert werden würde, daran hätte er auch nicht gedacht. Klar, Bill nickte mir zu, das Schicksal geht aufs krumme Wege. Aber jetzt ist es vorbei, denke ich. Genau, kein ewiges Leben mehr. Sheila musste lachen. Bis irgendjemand wieder auf einen so queren Gedanken kommt. Das kann man nie ausschließen, sagte ich. Wir saßen mittlerweile im Wohnzimmer der Connollys. Dort gab es einen Kamin, in dem das Holz brannte und ein warmes Feuer für eine heimelige Atmosphäre sorgte. Bill hob sein mit Rotwein gefülltes Glas an und prostete mir zu. Aber jetzt hast du Ruhe, nehme ich an, oder liege ich da falsch? Keine Ahnung. Wie meinst du das? Ich nahm einen kräftigen Schluck von meinem roten, und hob die Schultern. Im Moment gibt es zwar keinen akuten Fall und auch keine akute Bedrohung, aber irgendetwas ist schon im Busch. Wieso? Ich berichtete den Connollys von den seltsamen Anrufen und fügte auch hinzu, was mir der Anrufer am Abend gesagt hatte. Bill bekam große Augen. Du meinst wirklich den schwarzen Tod? Und du hast dich nicht verhört? Keine Sorge, ich habe noch gute Ohren. Sheila stellte ihr Glas ab und schüttelte den Kopf. Man hat wirklich nie Ruhe. Das ist unser Schicksal. Hast du einen Verdacht, wer hinter diesem Anrufer stecken könnte? Nein, meine Liebe, den habe ich nicht. Mir kam auch die Stimme nicht bekannt vor. Sheila streifte mit den Fingern durch ihr blondes Haar. Also musst du dich wieder auf eine neue Bedrohung einrichten. Das kann man so sagen. Bill runzelte die Stirn. Und schnitt dann ein anderes Thema an. Könnten diese Anrufe unter Umständen mit deinem letzten Fall zu tun haben? Keine Ahnung. Ich glaube allerdings nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist. Dann ist dir jemand auf der Spur, der mit dem schwarzen Tod zu tun hat, sagte Bill. Nur ist er erledigt. Das wollte der Reporter nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, John. Ich kann mir vorstellen, dass es genügend Menschen gibt, die sich noch an den schwarzen Tod erinnern und möglicherweise in seinem Sinne weitermachen. Es kann ja auch eine alte atlantische Magie dahinter stecken. Jedenfalls stehst du auf der Liste. Davon gehe ich aus. Aber das ist auch nichts Neues, wie du weißt. Ich glaube nicht daran, dass es der letzte Anruf gewesen ist. Man will mich locken und zu etwas veranlassen. Ich werde auch herausfinden, um was es dabei geht. Wie sieht es mit einem Verdacht aus? Nichts, Bill. Gar nichts. Das ist schlecht. Ich griff zu meinem Glas. Wir sollten nicht in Pessimismus verfallen, sondern abwarten. Klar, aber Gedanken machst du dir schon. Wer täte das nicht? Ich habe mich sogar auf der Fahrt zu euch nach Verfolgern umgeschaut, aber so einen zu entdecken, das ist ziemlich schwer. Dann berichtete ich meinen Freunden davon, dass ich das Licht eines Scheinwerferpaares hatte verlöschen sehen. Und das war hier an der Straße. Und wo genau? fragte Sheila. Wenn ihr euer Grundstück verlasst, müsst ihr nach rechts gehen. Ich kann euch allerdings sagen, dass das Licht recht weit entfernt gewesen ist. Es waren sicherlich Bewohner, die nach Hause gekommen sind. Nein. Ich schaute Bill ins Gesicht. Wieso nicht? Die fahren ihren Wagen in die Garage. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal hingehen und nachschauen. Das hatte auch Sheila gehört. Sie verdrehte die Augen und winkte dabei mit beiden Händen ab. Nein, bitte, fangt nicht wieder an, auf keinen Fall. Wir wollten einen schönen Abend haben, da hat der Dienst keinen Platz. Bill war so leicht nicht zu überzeugen. Es ist doch nur ein Nachschauen, mehr nicht. Trotzdem. Ich wollte nicht, dass Sheila und Bill sich stritten und schlug ein anderes Thema an. Was ist eigentlich mit Johnny? Kommt er noch oder bleibt er über Nacht weg? Nein, sagte Sheila sofort. Eigentlich wollte er kommen und sich zu uns setzen. Wo er steckt, kann ich dir nicht sagen. Er ist mit seinem Roller unterwegs. Ich grinste vor meiner Frage. Hat er eine neue Flamme? Das weiß ich nicht. Bill sagte zu diesem Thema nichts, aber er zwinkerte mir zu. Das reichte mir als Antwort. Sheila nickte mir zu. Wir sollen uns den Abend nicht verderben lassen. Schaut mal, bald ist das Jahr um. Wieder mal. Uns geht es gut. Ist das nicht ein Grund für uns anzustoßen? Von mir aus gerne, sagte ich. Bevor unsere Gläser aneinander klangen, übernahm Sheila das Wort. Auf dass wir noch viele Abende so gemeinsam zusammen sein können und es uns gut gehen lassen. Genau das musste mal gesagt werden. Bill und ich waren damit voll einverstanden. Auch ich wollte diese Anrufe vergessen. Es gab auch noch ein anderes Leben neben dem Beruf. Allerdings weniger bei mir, das sollte ich noch in dieser Nacht erfahren. Johnny Connolly war froh, die frische Nachtluft einatmen zu können. Er war ziemlich lange mit einer Clique in einem Pub gewesen. Sie hatten dort einen Geburtstag gefeiert, aber Johnny hatte sich mit dem Trinken stark zurückgehalten, denn er musste noch mit seinem Roller nach Hause. Mitfahren wollte keiner. Die anderen würden noch feiern, und ohne einen Schluck Bier machte es Johnny Connolly keinen Spaß. Er kam sich dann wie ein Trauerklos vor. Die Kneipe lag von den normalen Häusern ein gutes Stück entfernt. Es war auch mehr ein Blockhaus, das am Rand einer Gartenanlage stand und eigentlich schon geschlossen war. Aber Bills Kumpel hatte es durch Beziehungen mieten können, und so war die Feier hier abgelaufen. Zu Hause war es auch nicht schlecht, denn Johnny wusste, dass seine Eltern Besuch hatten. John Sinclair, der beste Freund, zudem Johnnys Pate. Er hatte, das wusste Johnny von seinem Vater, einen sehr interessanten Fall hinter sich. Und Johnny war neugierig zu erfahren, worum es da im Einzelnen gegangen war. Auch er war nicht unbeleckt und schon des Öfteren mit den Mächten der Finsternis in Berührung gekommen. In der letzten Zeit war nichts passiert, aber das musste ja nicht so bleiben. Er zog seinen Helm fest und schwang sich auf den Roller. Wenig später vertrieb das Geräusch des Motors die Stille. Und Johnny fuhr an. Es war kalt und schon winterlich, aber nicht so kalt, als dass sich auf den Straßen Glatteis gebildet hätte. So konnte er normal seinen Weg nach Hause fahren. Das Licht des Scheinwerfers wies ihm den Weg. Zudem lag die kleine Gartenanlage nicht so weit vom Haus seiner Eltern entfernt. Gut gerechnet waren es knappe fünf Kilometer. Wie lange die Anlage noch bestehen würde, wusste auch niemand, denn es gab Investoren, die scharf auf das Grundstück waren. Um diese Zeit war er zwar nicht allein unterwegs, aber manchmal überkam ihn schon der Eindruck, denn irgendwelche Fahrzeuge begegneten ihm kaum. Zweimal wurde er von Motorrädern überholt, einmal von einem Porsche. Recht schnell hatte Johnny die Straße erreicht, in der das Haus seiner Eltern stand, und er ging mit dem Tempo herunter. Das Tor war nicht verschlossen, und so fuhr Johnny auf das Grundstück und nahm den kurvenreichen Weg, der einen Vorgarten durchschnitt und erst kurz vor dem Haus endete. Johnny schob den Roller in die Nähe der Garage und bockte ihn dort auf. Er löste den Riemen und nahm den Helm ab, den er auf dem Sozius verstaute. Die wenigen Schritte bis zum Haus würde er schnell hinter sich bringen. Alles war normal. Niemand lauerte ihm auf, und Johnny war sehr optimistisch bis zu dem Moment, als er seinen Lauf abrupt stoppte. Er hatte etwas gerochen. Es war ein widerlicher Geruch gewesen, der nicht hierher gehörte und Johnny misstrauisch werden ließ. Er schnüffelte. Etwas stimmte hier ganz und gar nicht. Das war kein Geruch, sondern schon ein Gestank. Als hätte hier in der Nähe jemand etwas abgestellt, das allmählich in den Zustand der Verwesung überging. Verwesung? Johnny zuckte bei dem Gedanken leicht zusammen. Er dachte sofort an einen Körper, in dem kein Leben mehr steckt und er deshalb langsam vor sich hin verweste. Johnny spürte so etwas wie einen kalten Schauer über seinen Rücken rinnen. Zugleich spannte sich die Haut und auch sein Herzschlag beschleunigte sich. Er stand vor der großen Garage. Im Vorgarten brannten die Lampen und sorgten für eine gute Helligkeit. Wenn sich dort etwas bewegte, würde er es irgendwann sehen. Aber da bewegte sich nichts. Kein Tier, erst recht kein Mensch, doch der Geruch war vorhanden. Johnny dachte einen Schritt weiter und natürlich an seine Eltern und auch an den Besuch. Er fragte sich, ob er ihnen Bescheid geben sollte. Das wollte er sowieso, aber zunächst musste er herausfinden, woher der Geruch stammte. Johnny ging einige Schritte nach vorn. Und praktisch in den Garten hinein. Nein, da war der Geruch längst nicht mehr so stark. Er hatte sich verflüchtigt, war allerdings noch vorhanden, wenn auch schwächer. Johnny suchte den Boden ab. Nach wie vor ging er davon aus, dass jemand hier in der Nähe etwas abgelegt hatte, das vor sich hin verweste. Er sah nichts, und auch der Geruch hatte sich noch stärker abgeschwächt. Johnny ging wieder zurück. Er blieb vor der Garage stehen. Und hier war der alte Leichengestank wieder stärker. Johnny flüsterte eine Verwünschung vor sich hin. Es hatte keinen Sinn, wenn er sich verrückt machte. Und es hatte vor allen Dingen keinen Sinn, wenn er allein durch den Garten tappte. Er musste seinen Eltern und auch John Sinclair Bescheid geben. In diesem Garten hatte er schon viele Gerüche erlebt, aber keinen so widerlich stinkenden. Er ging auf das Haus zu. Das Kribbeln in seinem Rücken war auch jetzt noch vorhanden. Er fühlte sich heimlich beobachtet und wirbelte auf dem Absatz herum, bevor er die Haustür erreicht hatte. Nichts. Der Blick zur Garage hin war frei. Es sah alles so aus wie immer, und auch der Leichengestank hatte sich verflüchtigt. Plötzlich kam ihm der Gedanke an einen Ghul, einen Leichenfresser, denn der stank so und ein derartiges Wesen in der Nähe zu wissen, machte ihn nicht eben fröhlich. Mit sehr gemischten Gefühlen öffnete Johnny die Haustür. Amos Burke hatte nicht nur heimlich das Grundstück betreten, er hatte auch einen idealen Platz gefunden, um sich zu verstecken und trotzdem einen guten Blick in die Umgebung zu haben. Er lag auf dem Dach der Garage und war heilfroh, dies getan zu haben, denn so konnte ihn der Fahrer des Rollers nicht sehen, der vom Tor her den Weg durch den Vorgarten fuhr und das Haus ansteuerte. Burke glaubte, dass dieser Mensch zu den Leuten gehörte, die das Haus bewohnten. Die Ankunft des Rollerfahrers hatte ihm zwar keinen Strich durch die Rechnung gemacht, er musste sich nur darauf einstellen, dass es einen Feind mehr gab. Der Ankömmling dachte gar nicht daran, hoch zum Dach der Garage zu schauen. Er bockte den Roller auf, nahm seinen Helm ab und hätte jetzt auf die Haustür zugehen müssen, was er nicht tat. Er blieb noch im Freien und benahm sich recht seltsam. Nahe des Gartentors ging er auf und ab. Etwas schien ihm nicht zu gefallen. Er schnupperte, er räusperte sich auch, und auf dem Dach verhielt sich Burke völlig still. Auf keinen Fall wollte er sich verraten, und er hoffte, dass der Besucher bald ins Haus gehen würde. Diese Hoffnung erfüllte sich. Denn der noch junge Mensch bewegte sich auf die Haustür zu. Er musste nicht klingeln, er schloss auf und war verschwunden. Amos Burke war zufrieden. Er war nicht entdeckt worden, nur das zählte. Dieser Sinclair hatte ihn zu einem Ziel geführt, allerdings wusste Burke nicht, wie er sich genau verhalten sollte. Er mußte erst noch nachdenken. Es konnte durchaus sein, dass Sinclair einen Besuch bei Freunden machte und in den nächsten Stunden im Haus bleiben würde, womöglich die ganze Nacht. Das hatte sich Burke zwar nicht so vorgestellt, ändern würde er es nicht können. Es sei denn, es gelang ihm, Sinclair aus dem Haus zu locken und ihn so zu erwischen. Das war die eine Sache. Es gab auch noch eine andere, und sie hing mit ihm selbst zusammen. Er fühlte sich körperlich alles andere als wohl, an bestimmten Stellen, auch im Gesicht, spürte er einen Druck von innen nach außen. Etwas befand sich unter seiner Haut und drückte dagegen. Diesem Druck hielt die Haut nicht stand und sie platzte an verschiedenen Stellen auf. Er fühlte nach und strich dabei mehrmals über sein Gesicht, um alles genau herauszufinden. Ja, da waren die nässenden Schwellungen zu fühlen. Zwei von ihnen waren aufgeplatzt, und eine dicke, eitrige Flüssigkeit hatte ihren Weg ins Freie gefunden. Er tippte mit den Fingerspitzen dagegen und spürte den dicken Schleim. Und auch den Geruch. Es war ein ekliger Gestank, der ihn umgab. Schlimmer noch als normal, denn da war etwas aus seinem Körper gekrochen, was normalerweise darin verborgen war. Nicht, dass er sich vor sich selbst geekelt hätte, er dachte nur an andere Menschen, die ihn rochen. Wenn sie das taten, würde ihnen übel werden. Burke saß auf dem Dach und lachte leise. Er freute sich über seine Verwandlung und es machte ihm auch kaum etwas aus, dass seine Haut aufgeplatzt war. Das gehörte dazu. Man würde ihn riechen können, bevor man ihn sah. Auch das störte ihn nicht. Er hatte lange genug auf dem Dach gesessen, jetzt war es an der Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Und dazu wollte er nicht auf dem Dach bleiben. Sheila Connolly griff nach ihrem Glas und schaute durch die breite Scheibe in den Garten. Ich werde wohl morgen damit anfangen, den Garten etwas weihnachtlicher herzurichten. Schließlich sind die nächsten Wochen schnell vorbei. Das kenne ich. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, hat man immer den Eindruck, die Zeit würde schneller ablaufen. Ich winkte ab. Die läuft immer schnell ab. Je älter du wirst, umso schneller. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Bild stimmte mir durch ein Nicken zu. Dann sagte er Du brauchst nur daran zu denken, wie Johnny noch ein Kind war und von Nadine bewacht wurde. Ich kannte die Zeiten gut und fragte Sehnst du dich danach zurück? Bill lächelte. Es war nicht schlecht, eine so gute Helferin im Haus zu wissen, aber ich gönne es Nadine auch, dass sie wieder zu einem Menschen wurde und dass sie jetzt ihre neue Heimat in Avalon gefunden hat. Hier hätte sie sicherlich Probleme bekommen. Da konnte ich nur zustimmen. Sheila lächelte mich an, bevor sie sagte Hin und wieder hat Johnny davon gesprochen, in deine Fußstapfen zu treten. Ich weiß. Also meinen Job will er nicht, sagte Bill. Und was sagt ihr zu seinem Wunsch? fragte ich. Bill hob die Schultern. Tja, ich will mal so sagen, vorbelastet ist er schon. Sheila mischte sich ein. Begeistert war sie nicht, das sagte sie uns auch. Egal, ob Johnny vorbelastet ist oder nicht, mir wäre es lieber, wenn er nach dem Studium einen normalen Job annimmt. Den Stress, den wir erlebt haben oder noch erleben, gönne ich ihm nicht. Er ist schon nicht normal aufgewachsen. Irgendwann muss ja eine Normalität eintreten und der Horror ein Ende haben. Lass ihn doch selbst entscheiden, schlug ich vor. Ja, das werde ich auch, aber ich kann ihm doch einen Rat geben, oder nicht? Klar, du bist seine Mutter. Es ist nur die Frage, ob er auch auf dich hört. Das werden wir erleben. Bill setzte sich plötzlich aufrecht hin. Er wirkte dabei schon steif. Den Kopf hatte er leicht gedreht, seinen Blick hatte er gegen die offene Tür gerichtet. Wenn man vom Teufel spricht, dann. Johnny? fragte ich. Ja, das muß er wohl sein. Ich habe gehört, dass jemand das Haus betreten hat. Bill hatte sich nicht getäuscht. Es war tatsächlich jemand gekommen. Wir hörten die Schritte und wenig später stand Johnny auf der Schwelle und nickte uns zu. Hi, da seid ihr ja alle. War doch vorgesehen, meinte Sheila. Er lächelte und fragte Ansonsten geht es euch gut? Das siehst du ja, erwiderte Bill. Aber was ist mit dir? Gibt es etwas Neues? Das kann man wohl sagen. Und was bitte? Johnny runzelte die Stirn. Er sprach mit leiser Stimme. Es ist schon komisch, was ich vor dem Haus erlebt habe. Und was hast du erlebt? Johnny schaute seine Mutter an. Da riecht es richtig eklig, fast wie nach Verwesung. Wir sagten erst mal nichts. Zu dritt hockten wir auf unseren Plätzen und starrten Johnny nur an. Bill fand die Sprache als erster wieder. Hast du wirklich Verwesung gesagt? Johnny nickte. Ja, oder so ähnlich. Jedenfalls habe ich so einen Gestank hier noch nicht wahrgenommen, als würde dort irgendwo ein Körper liegen, der er hob die Schultern. Na ja, ihr wisst schon, verwest. Bill schaute mich an. Kann das ein totes Tier sein? Johnny meldete sich sofort. Nein, dazu ist der Geruch zu intensiv. Ich hatte mich mit seinen kargen Aussagen beschäftigt und kam zu einem Schluss. Doch bevor ich etwas sagen konnte, hatte Bill bereits das Wort ergriffen. Kann das ein Ghoul sein? Genau daran hatte ich auch gedacht. Sheila stöhnte leise auf und erbleichte. Nein, nicht schon wieder. Wir kümmerten uns nicht um sie, sondern wandten uns an Johnny. Bill stand auf. Bist du sicher? Ja, Dad, und an einen Ghoul habe ich auch schon gedacht, aber dieser Gestank war trotzdem anders. Zwar intensiv, aber nicht so eklig. Und so ein Schleimwesen habe ich auch nicht entdeckt. Dann werden wir uns mal um die Sache kümmern, erklärte Bill, bevor er mir einen Blick zuwarf. Und ob, sagte ich. Einen Lidschlag später stand ich bereits auf den Beinen. Die lockere Stimmung war bei mir vorbei. Bill und mich hielt nichts mehr im Wohnraum. Sheila blieb dort sitzen. Sie sagte etwas zu ihrem Sohn, der aber sperrte sich dagegen und folgte uns. Vor der noch geschlossenen Haustür blieben wir stehen. Wir wollten von Johnny wissen, wo der Geruch am stärksten gewesen war. Vor der Garage, als ich meinen Roller abstellte, das war echt eklig. Okay, wir schauen uns mal um. Bill nickte entschlossen und öffnete die Tür. Ein Schwall kalter Luft wehte uns entgegen. Der Blick in den großen Garten war frei. An verschiedenen Stellen gaben Lampen ihr Licht ab, aber zu sehen war niemand. Hast du in der Garage nachgeschaut? Nein, Dad. Ich wusste, dass es eine Verbindungstür zwischen der Garage und dem Haus gab. Danach fragte ich Bill und erhielt die beruhigende Antwort, dass die Tür verschlossen war. Dann sollten wir nach draußen gehen. Der Reporter warf sich eine Strickjacke über. Bewaffnet waren er und sein Sohn nicht. Die einzige Person, die eine Waffe bei sich trug, war ich. Aber ich ließ sie stecken und wollte mich nicht selbst verrückt machen. Ich hoffte noch immer, dass ich Johnny geirrt hatte. So recht daran glauben konnte ich nicht. Wir gingen nach draußen. Ohne dass wir uns abgesprochen hatten, saugten wir hörbar die Luft durch die Nasenlöcher und waren leicht enttäuscht, weil wir nichts rochen. Johnny hatte sofort eine Erklärung zur Hand. Das ist auch nicht hier gewesen. Wir müssen dorthin, wo ich meinen Roller abgestellt habe. Dort hat es mich erwischt. Dann los, sagte Bill. Wir wandten uns nach rechts. Bis zum abgestellten Roller waren es nur wenige Schritte. Natürlich waren wir auf der Hut, doch eine in der Nähe lauende Gefahr war nicht zu entdecken. Zwar kam ich mir nicht lächerlich vor, aber komisch war es schon, dass wir uns so bewegten und wir auf ein Kommando hin gemeinsam abstoppten, denn jetzt rochen Bill und ich es auch. Das war nicht normal. Die recht reine und kühle Luft roch nicht mehr neutral. Etwas hatte sie geschwängert. Tatsächlich ein anderer Geruch. Wir gingen nicht einen Schritt weiter, suchten die Umgebung ab, aber die Quelle war nicht zu entdecken. Wir fanden zudem nicht heraus, aus welcher Richtung uns der Gestank erreichte, denn jetzt empfand auch ich ihn als Gestank. Und? fragte Johnny. Habe ich recht gehabt? Es stinkt nach Verfaultem. Stimmt, gab ich zu und ging weiter. Johnny hatte von der Garage gesprochen. Direkt neben dem Roller hielt ich an und stellte schon beim ersten Einatmen fest, dass sich der Gestank intensiviert hatte. Vor dem Haus war es nicht dunkel. Mehrere Außenleuchten sorgten für Helligkeit. Und so war die Umgebung für uns gut erkennbar. Da tat sich nichts. Niemand von uns sah etwas, auch als wir in verschiedene Richtungen schauten. Er oder es war hier, sagte Johnny. Da widersprachen Bill und ich nicht. Aber der Reporter wollte wissen, ob das der Gestank eines Ghouls war. Ich blieb ihm die Antwort zunächst schuldig, schnupperte nochmal und stellte jetzt fest, dass sich der Gestank immer mehr verflüchtigte. »Bill, ich weiß nicht, ob es sich um einen Ghoul handelt. Der riecht nach verwesenden Leichen. Hier stinkt es zwar, doch auf einen direkten Leichengeruch möchte ich mich nicht festlegen. Der Gestank ist unnatürlich, könnte durchaus eine andere Ursache haben.« Akzeptieren kann ich das nicht, fasste Bill zusammen. Und wir sollten es auch nicht dabei belassen. Was meinst du damit, Dad? Wir umrunden das Haus, danach kümmern wir uns um den Vorgarten. Kann sein, dass sich dort jemand versteckt hält. Ich hatte nichts dagegen, wollte das Vorhaben aber leicht ändern und schlug vor, dass ich mich schon jetzt um den großen Vorgarten kümmerte. Dagegen hatten die beiden Connollys nichts. Bill wollte allerdings, dass sein Sohn an seiner Seite blieb. Auf eine Waffe verzichtete er. Sie waren schließlich zu zweit. Ich wartete, bis die beiden verschwunden waren. Über den Hauptweg wollte ich in Richtung Tor gehen und die Augen offen halten. An der Haustür sah ich eine Bewegung. Sheila war da. Sie hatte ein Tuch um ihre Schultern gelegt und fragte Was ist denn los? Es gibt den Geruch tatsächlich. Sie stieß kurz die Luft aus. Und? Jetzt suchen wir den Verursacher. Denn wir sind der Meinung, dass er sich noch in der Nähe auffällt. Hier auf dem Grundstück, meine ich. Wo sind denn Johnny und Bill? Sie suchen das Gelände hinter dem Haus ab. Sheila schüttelte den Kopf. Uns bleibt auch nichts erspart. Wirklich nicht. Darauf erhielt sie von mir keine Antwort, denn ich machte mich auf die Suche. Den Weg zum Tor war ich unzählige Male gefahren und auch in umgekehrter Richtung. Jetzt ging ich ihn und musste daran denken, dass es auf dem Grundstück der Connollys schon manch harten Kampf gegen dämonische Mächte gegeben hatte. Momentan lief da nichts. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, die Ruhe vor dem Sturm zu erleben, aber mein Gefühl sagte mir, dass ich mit meiner Aktion nicht so schlecht lag. Je mehr Meter ich zurücklegte, umso klarer wurde die Luft. Als ich etwa die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht hatte, änderte sich dies. Der Gestank war wieder da. Ich stoppte und blieb zunächst mal stehen. Dann drehte ich mich um. Der Vorgarten war nicht dunkel, aber auch nicht richtig hell. Es gab die hellen Inseln aus Licht, aber es gab auch dunkle Schattenstellen, die praktisch uneinsehbar waren. Hinzu kamen die Gewächse, die kleinen Bäume, die Büsche und ab und zu auch ein paar Hecken, die Beete umfriedeten. Er war noch da. Das stand für mich fest. Aber ich hatte bisher nur so etwas wie einen Hauch wahrgenommen, und das sollte sich ändern. Deshalb setzte ich meinen Weg fort und hatte das Glück, dass der Gestank intensiver wurde. Irgendwo in der Nähe musste der Eindringling lauern. Ich schaute nach rechts und hatte vor, den Weg in diese Richtung hin zu verlassen. Zwei Lampen standen versetzt zueinander. Zwischen ihnen befand sich eine dunkle, glatte Fläche. Und genau dort sah ich die Bewegung. Zuerst glaubte ich mich getäuscht zu haben, aber sie war vorhanden, und ich roch, dass sich der Gestank verstärkte. Viel sah ich nicht, weil sich die andere Person davor hütete, in den Bereich des Lichts zu geraten, aber ich war mir sicher, dass sie mich entdeckt hatte. So wie das Spiel jetzt lief, wollte ich es nicht mehr länger mitmachen. Ich wollte die Regie selbst führen. Auf der Stelle blieb ich stehen, aber ich holte meine Lampe hervor, wartete noch einige Sekunden ab, bevor ich den Strahl nach vorn schickte. Er traf. Ja, es war ein Mann, der da leicht schwankend auf mich zukam und auch diesen Gestank absonderte. Ein Ghoul war es nicht, aber ich wollte und musste erst sein Gesicht sehen, deshalb hob ich die Lampe ein wenig an, damit der helle Kreis das Gesicht erfasste. Das trat auch ein. Noch in derselben Sekunde zuckte ich zusammen, denn jetzt sah ich das Gesicht voll. Es war so schrecklich, dass ich bei diesem Anblick mein Magen zusammenzog. Es war ein menschliches Gesicht, daran gab es keinen Zweifel. Nur bot es keinen normalen Anblick, denn dieses Gesicht war durch einige Geschwüre gekennzeichnet. Und nicht nur das. Sie waren zudem aufgeplatzt und sahen aus wie nasse Flecken. Auf der Stirn sah ich zwei. Auf den Wangen und auch im dünnen Stoppelhaar schimmerte es feucht. Das ist kein Ghoul, schoss es mir durch den Kopf. Was war es dann? Meine Gedanken wurden unterbrochen, weil mich die Gestalt plötzlich ansprach und sogar meinen Namen sagte. John Sinclair? Das bin ich. Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen. Ich habe dich gefunden. Stimmt. Und jetzt? Werde ich zu dir kommen und dich umarmen? Ich will dich haben, dich ganz. Es waren Sätze, die ich nicht richtig verstand. Einen Angriff hätte ich als normal empfunden, aber von einer Umarmung zu sprechen, das war völlig absurd. Zudem wollte ich nicht umarmt werden, auch wenn der Mann beide Arme ausstreckte und die Finger seiner Hände so bewegte, als wollte er mich locken. Ich werde dir den Kuss geben. Es ist der Pestkuss. Ich werde dir die Seuche einhauchen. In diesem Moment sah ich klar. Jetzt wusste ich, was mit dem Mann passiert war. Es war kein Ghoul. Es war ein von Pestgeschwüren gezeichneter Mensch. Pest. Dieses Wort schrillte wie ein Alarmsignal durch meinen Kopf. Die schlimmste Seuche des Mittelalters. Damals der Schrecken der Menschheit. Eine Epidemie, die auch der Schwarze Tod genannt wurde, übertragen von Ratten, die Seefahrer aus fernen Kontinenten mitgebracht hatten. Dieser Mensch hatte die Pest, und dieser Mann wollte, dass auch ich sie bekam. Er war auf mich angesetzt worden, davon ging ich aus, weil er meinen Namen kannte. Er wollte mich. Er kam näher. Er lachte dabei. Und der von den offenen Geschwüren ausgehende Gestank verstärkte sich immer mehr. Selbst wenn ich den Kopf zur Seite drehte, entging ich ihm nicht. Noch leuchtete ich den Gezeichneten an und hatte noch keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Auf keinen Fall durfte ich mich von ihm umarmen lassen, denn es bestand die höchste Gefahr der Ansteckung. Laufen lassen konnte ich den Mann auch nicht. Er musste in Quarantäne, aber freiwillig würde er dort nicht hingehen. Vom Haus her erreichte mich der Ruf meines Freundes Bill. Darum kümmerte ich mich nicht. Mir fiel nur plötzlich ein, dass ich diese Stimme auch am Telefon gehört hatte. Dann warf er sich nach vorn. Er hätte mich erwischt, denn die Entfernung war günstig. Nur reagierte ich schneller. Ich huschte zur Seite, die Hände fasten ins Leere. Ich hörte einen Fluch, dann geriet der Mann leicht ins Straucheln. Besser hätte es für mich nicht laufen können. Blitzschnell tauchte ich in seinem Rücken auf. Meine Barretta hatte ich längst gezogen. Mein Arm flog hoch, dann wieder nach unten, und die Pistole traf das Ziel, das ich mir ausgesucht hatte. Es war der Nacken des Pestkranken. Die Reaktion war mit der eines normalen Menschen zu vergleichen. Der Mann kippte nach vorn und blieb bewegungslos auf dem kalten Gartenboden liegen. Das war geschafft. Und ich hatte es geschafft, ohne von dieser lebenden Zeitbombe berührt zu werden. Ich wollte auch nicht zu nahe an den Bewusstlosen heran und lief ein paar Schritte auf das Haus zu, von dem aus ich beobachtet worden war. Das war nun nicht mehr nötig. Denn die drei Conollys standen gleich darauf in meiner Nähe. Ich warnte sie, näher an den Bewusstlosen heranzugehen. Warum? fragte Sheila. Er hat die Pest. Diese Antwort sorgte dafür, dass die drei erstmal nichts sagen konnten. Sheila presste eine Hand vor ihren Mund. Bill stöhnte auf und Johnny ging etwas nach hinten. Bist du sicher, John? Ja, das bin ich, Bill. Und würde er auf dem Rücken liegen, könntest du auch sein Gesicht sehen. Ich will ihn aber nicht anfassen und umdrehen. Damit er trotzdem etwas sah, leuchtete ich seinen Hinterkopf an und sprach von nässenden Stellen. Die, die sehe ich. Da sind auch auf seinem Kopf Geschwüre aufgebrochen. Du kannst die feuchten Stellen sehen. Richtig. Ich schaltete die Lampe wieder aus. Zum Glück hatte er mich nicht berühren können und. Bill tippte mich an. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Kannst du dir vorstellen, was er von uns wollte? Nichts. Bill war konsterniert. Wie meinst du das denn? Er wollte nichts von euch. Er hat es einzig und allein auf mich abgesehen. Mich hat er verfolgt, mich hat er unter Kontrolle gehalten und sich auch getraut, diese fremde Umgebung zu betreten. Er hat praktisch auf mich gelauert. Und was wollte er von dir? fragte Johnny. Mich umarmen und mir den Pestkuss geben. Das war sein Vorhaben, das hat er mir gesagt. Die Connollys glaubten mir jedes Wort, aber Fragen blieben trotzdem, und damit hielten sie nicht hinter dem Berg. Sie wollten wissen, was die Gründe waren, ob ich mir überhaupt einen vorstellen konnte. Nein, das kann ich nicht, beim besten Willen nicht. Ich habe hin und her überlegt, aber ich muss passen. Ich kenne keinen Grund dafür, dass er mich hier anstecken wollte. Ich gehe allerdings davon aus, dass dies kein Zufall gewesen ist, und ich hoffe, dass ich ihn zum Sprechen bringen kann. Allerdings nicht hier. Er muss unter Quarantäne gestellt werden. Ich werde die entsprechenden Leute alarmieren und dann abwarten. Wird wohl das Beste sein. Da gab ich Bill recht. Einfach war meine Aufgabe nicht. Zwar war ich mit einigen Sonderbefugnissen ausgestattet, doch dieser Fall ging darüber hinaus. Da brauchte ich Rückendeckung. Und die konnte mir nur Sir James geben. Für mich war er zu jeder Tages- und Nachtzeit zu erreichen, und das nicht nur in der Theorie, denn oft genug hatte ich ihn schon zu unchristlichen Zeiten alarmiert. So wie jetzt. Ob sich Sir James in seinem Club befand oder in seiner Wohnung, das wusste ich nicht. Es war nur wichtig, dass er sich meldete. Ich hatte Glück. Auch klang seine Stimme nicht müde. Man konnte ihn nicht so leicht aus der Fassung bringen, doch was er jetzt zu hören bekam, machte ihn zunächst mal stumm. Ich rückte dann mit meinem Plan heraus, und er war sofort damit einverstanden, dass die Spezialisten eines solchen Kommandos zu den Connollys kamen. Wir würden so lange warten, aber in einiger Entfernung. Das habe ich auch noch nicht erlebt, flüsterte Sheila. Das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Du sagst es. Und was steckt dahinter, John? fragte Johnny. Ich habe keine Ahnung. Er ließ nicht locker. Was könnte denn dahinter stecken? Ist schwer zu sagen, so etwas ist nicht normal. Ich denke, dass etwas völlig Verrücktes dahinter steckt, dass dieser Typ nicht von einem normalen oder ebenfalls pestkranken Menschen geschickt worden ist. Also unsere Feinde von der anderen Seite? stellte der Reporter fest. Da würde ich nicht widersprechen. Nach dieser Antwort schwiegen wir. Sheila lehnte sich gegen ihren Mann, als wollte sie bei ihm Schutz suchen. Dieser Abend war mal wieder gelaufen, aber das war mir auch nicht neu. Das hatte es schon öfter gegeben. Es war wichtig, dass der Mann in Quarantäne kam und dass ich erfuhr, mit wem ich es zu tun hatte. Zudem hoffte ich, dass er noch Fragen beantworten konnte und nicht starb. Eines stand fest. Jemand hatte es mal wieder auf mich abgesehen, und ich stellte mich darauf ein, dass mir eine harte Zeit bevorstand. In den Nachtstunden hatte ich alles andere als gut geschlafen. Mich hatten Träume geplagt, und ich hatte mich selbst als Pestkranken gesehen, nackt in einer Hütte liegend, den Körper voller Geschwüre, zudem einen dunklen und blutigen Auswurf brechend, eine Folge der tödlichen Lungenpest. Dann sah ich auch den Tod in der Höhe stehen, ein mit einer Kutte bekleidetes Skelett, das mit einer Leine nach mir warf, um mich in sein Reich zu holen. Diese Szene sorgte für mein Erwachen, das sogar mit einem leisen Schrei verbunden war. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch und starrte in die Dunkelheit, bis mir klar wurde, dass ich einen Traum erlebt hatte. Ich war verschwitzt und hatte noch die letzten Bilder im Kopf, die sich auch nicht so leicht vertreiben ließen. Etwa eine Minute lang saß ich im Bett, dann stand ich auf und warf dabei einen Blick auf die Uhr. Es war zwölf Minuten nach fünf Uhr morgens. Zu dieser Zeit lag die Dunkelheit noch wie ein dicker Sack über der Stadt. Ich tappte ins Bad, wurde dort vom Licht geblendet und trank kaltes Wasser aus der hohlen Hand. Die Erfrischung tat gut. Der nächste Weg führte mich ins Wohnzimmer. Dort stellte ich mich ans Fenster und schaute hinaus. Gedanklich beschäftigte ich mich mit der letzten Nacht. Sir James hatte umgehend reagiert. Das Seuchenkommando war schnell erschienen. Man hatte den Garten abgeriegelt, den Seuchenträger mit einer Decke umwickelt, die aus einem besonderen Material bestand, und dann abtransportiert. Die Mitarbeiter hatten Schutzanzüge getragen und auch Masken vor ihren Gesichtern. Ich war sicher, dass ich mich nicht angesteckt hatte. Dieser Mensch war nicht mal so nah an mich herangekommen, als dass er mich hätte anhauchen können, und so hatte ich fahren können. Auch die Connollys waren nicht in Quarantäne genommen worden. Zudem stand noch nicht hundertprozentig fest, ob es sich auch um die Pest handelte. Es konnten auch die Symptome einer ähnlichen Krankheit sein. In einigen Stunden würde ich mehr erfahren. Bis dahin musste ich noch durchhalten. Es war zu früh am Morgen, als dass ich hätte aufbleiben können, und so legte ich mich wieder zurück in mein Bett und starrte gegen die Decke. Was kam da auf mich zu? Wer wollte, dass ich von der Pest befallen wurde? Die Seuche war auch unter dem Namen der schwarze Tod bekannt. Auch jetzt ging ich davon aus, dass sie mit dem schwarzen Tod, den ich kannte, nichts zu tun hatte. Irgendwann fielen mir die Augen zu, und jetzt sank ich sogar in einen traumlosen Tiefschlaf, aus dem mich das unangenehme Geräusch des Weckers herausriß. Es war die Zeit, um aufzustehen. Ich beeilte mich auch, denn ich musste Suko noch einweihen. Sicherheitshalber rief ich ihn an, dass ich früher kommen würde. Was gibt's denn? Das erzähle ich dir später. Okay, du bekommst doch einen Tee. Ich selbst hatte nur etwas Müsli gegessen, das mir Shao in den Kühlschrank gestellt hatte. Das reichte erstmal. Ich hatte sowieso keinen Appetit. Wenig später betrat ich die Wohnung neben der meinen. Dort lebte Suko mit seiner Partnerin Chao, und beide erkannten in meinem Gesichtsausdruck, dass etwas passiert war. Hast du wenig geschlafen? fragte Chao. Ja, ich ließ mich auf einen Stuhl fallen. Die Pest hat uns erreicht. Was? was? rief Suko. Leider kein Witz. Dann würde ich gern die ganze Geschichte hören. Suko und Chao hörten gespannt zu, was ich ihnen zu berichten hatte. Und beide verloren die Farbe aus ihren Gesichtern. Das ist ja furchtbar, flüsterte Schau. Sie fasste sich an den Hals. Die Pest? Danach sieht es aus. Aber sie ist ausgerottet, erklärte Suko. Sollte man meinen. Mein Blick nahm eine gewisse Härte an. Ich gehe davon aus, dass es nicht die Pest ist, die wir aus dem Mittelalter erkennen. Zumindest waren die Verbreiter nicht die Ratten. Wer dann? Ich blickte Shao in die Augen. Das müssen wir herausfinden. Ich vermute eine andere Macht dahinter, eine schwarzmagische. Man hat mich ausgesucht. Ich sollte so etwas wie ein Anfang sein. Das behaupte ich einfach mal. Und ich möchte mir nicht vorstellen, dass noch mehr Menschen mit dieser Seuche herumlaufen und andere Leute anstecken. Das wäre eine Katastrophe. Und wer könnte ein Motiv haben, wenn du die andere Seite meinst? Ich weiß es nicht. Suko fragte Wer sind denn die Überträger der Pest, wenn nicht die Ratten? Ich schlug mit meinen flachen Händen auf meine Oberschenkel. Da kann man nur raten und darauf hoffen, dass uns der Pestkranke eine Auskunft gibt. Er wird ja wohl wissen, wo er sich angesteckt hat. Falls er noch reden kann, meinte Suko. Stimmt auch wieder. Wir tranken unseren Tee. Ich wusste, dass er stets aromatisch war. In diesem Moment aber hatte ich keinen Geschmack, meine Gedanken befanden sich auf anderen Wegen. Es wurde Zeit, dass wir uns auf den Weg machten und ich konnte nur hoffen, dass der Verkehr nicht zu dicht war. Er war dicht, sogar mehr als das, und so setzten wir das Blaulicht und die Sirene ein. Damit ging es etwas besser voran. Im Jahr erlebten wir etwas Seltenes. Wir waren noch vor Glenda Perkins im Büro und so empfing uns auch nicht der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee. Selbst danach stand mir heute nicht der Sinn. Dafür wollte ich wissen, was mit dem Mann passiert war, den wir hatten einliefern lassen. Sir James konnte uns möglicherweise mehr sagen. Ich wollte ihn anrufen, was ich mir allerdings sparen konnte. Er betrat in diesem Moment das Vorzimmer und nickte uns zu. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Gibt es etwas Neues? fragte ich. Ja und nein. Ich habe mich natürlich mit den Ärzten in Verbindung gesetzt. Man wollte nicht so recht mit der Sprache heraus. Wurde der Mann identifiziert? Das hat man geschafft, John. Er ist ein entflohener Sträfling. Es passierte auf einer Fahrt zum Zahnarzt. Er tauchte dann bei den Connollys auf. Der Mann heißt übrigens Amos Burke. Sagt Ihnen der Name etwas? Ich musste überlegen und schüttelte dann den Kopf. Damit konnte ich nichts anfangen. Was ist mit Ihnen, Suko? Nie gehört. Ich wollte wissen, weshalb er hinter Gittern saß. Sir James gab mir eine Antwort, die keinen zufriedenstellen konnte. Burke war ein Betrüger. Er hatte Menschen reingelegt und war für diese Taten verurteilt worden. Ich glaube allerdings nicht, fügte der Superintendent hinzu, dass er sich im Gefängnis angesteckt hat. Da passiert leider viel, aber so etwas zum Glück nicht. Da konnten Suko und ich nicht widersprechen. Zu dritt grübelten wir darüber nach, warum Burke auf mich angesetzt worden war. So sehr ich auch nachdachte, ich sah keinen Grund. Bisher lief alles ziemlich quer. Auch Sir James wusste keinen Rat. Er setzte darauf, was uns dieser Burke selbst sagen würde. Ich weiß, dass wir nicht in sein Zimmer können, aber man will ihn mit einem kleinen Mikro verkabeln, so wir in einem Nebenraum hören können, was er sagt. Suko wollte wissen, ob wir ihn auch dabei sehen konnten. Ich denke, dass es durch eine Scheibe geschehen wird. Sicher bin ich mir nicht. Und wann starten wir? Sir James warf einen knappen Blick auf seine Uhr. Ich denke, dass wir uns auf den Weg machen können. Den Ärzten habe ich erklärt, dass sie uns recht früh in der Klinik erwarten müssen. Verändert hat sich wohl bei dem Patienten nichts. Wäre es der Fall gewesen, hätte man mich angerufen. Das war so vereinbart. Okay, sagte ich. Welchen Wagen nehmen wir? Den ihren, John. Meinen Fahrer lasse ich in Ruhe. Dann können wir. Sir James nickte nur. Wer bei ihm genau hinschaute, der sah das Zucken seiner Augen. Der Fall hatte bei ihm für eine große Nervosität gesorgt, was auch verständlich war. Und ich wusste noch immer nicht, wer die Jagd auf mich mit einem Pestkranken eröffnet hatte. Ich hoffte nur, dass dieser Amos Burke auch reden würde. Die Morgendämmerung lag in den letzten Zügen, als wir unser Ziel erreichten. Auf dem Parkplatz, der zur Klinik gehörte, gab es noch genügend freie Flächen. Um diese Stunde hielten sich kaum Besucher in dem vierstöckigen Bau auf, der für ein Krankenhaus recht klein war. Das hatte seinen Grund, denn in der Klinik wurden Menschen behandelt, die allesamt unter besonderen Krankheiten litten und unter Quarantäne genommen werden mussten. Ein scharfer Spätherbstwind wehte in unsere Gesichter. Er schaffte es auch, den Bäumen noch das letzte Laub zu rauben, von denen uns die letzten Blätter entgegenflogen. Die gläserne Eingangstür öffnete sich zwar, aber dann wurden wir gestoppt. Hinter der Anmeldung löste sich ein breitschultriger Mann im weißen Anzug und erkundigte sich, zu wem wir wollten. Erstmal wies sich Sir James aus, was den Mitarbeiter nicht besonders schockierte. Hier bei uns ist man so gleich, gleicher geht es gar nicht. Gut, das haben wir verstanden. Sir James klang nicht eben freundlich. Wir wollen zu Dr. Ambrose, mit dem ich in der letzten Nacht noch gesprochen habe. Erwartet er Sie? Bestimmt. Dann warten Sie einen Moment. Ich werde kurz telefonieren. Hinter der Brille verdrehte Sir James die Augen. Es gibt nicht nur Götter in Weiß, sondern auch die Pfleger. Vergessen Sie nicht, sagte ich, dass wir uns an einem besonderen Ort befinden. Ja, das hält mich aufrecht. Es kam wirklich mehr als selten vor, dass Sir James mit Suko und mir auf Tour ging. Heute war so ein Tag, aber hier ging es ja auch um etwas Besonderes. Der Mann in der weißen Krankenhauskleidung tauchte wieder auf und lotste uns zu einem Lift. Fahren Sie in die erste Etage, dort werden Sie erwartet. Da können Sie sich auch umziehen. Ich wollte einen Scherz machen und sagte: Wir haben leider keine Ersatzkleidung mitgenommen. So ist das auch nicht gemeint. Denken Sie daran, wo Sie sich befinden. Niemand soll sich hier anstecken. Schon klar. Wir stiegen in die Kabine. Sir James schaute zu Boden. Er gab mit leiser Stimme zu, dass man ihm Druck machte. Auf keinen Fall sollte etwas an die Öffentlichkeit gelangen. Die Pest in London, das war lange vorbei, und das wünschte sich auch niemand zurück. In der ersten Etage stiegen wir aus und gelangten in einen Raum, in dem mehrere Spinde standen. Es gab auch Bänke und ebenfalls Haken und Bügel, wo die Kleidung aufgehängt werden konnte. Zwei Mitarbeiter saßen an einem Tisch und tranken Kaffee. Sie warfen uns nur einen flüchtigen Blick zu. Durch eine schmale Tür mit undurchsichtigem Glaseinsatz trat ein Mann, der sich als Dr. Ambrose vorstellte. Er war klein, hatte schütteres Haar, einen etwas zu großen Kopf, und trug eine randlose Brille, die ihm auf dem Nasenrücken weit vorgerutscht war. Er trug eine helle Schutzkleidung. Ein Mundschutz sahen wir ebenfalls, der aber war nach unten gerutscht. Sir James übernahm die Vorstellung. Dann konnten wir endlich zur Sache kommen. Wir überließen unserem Chef das Fragen. Was können Sie uns über Ihren Patienten sagen, Dr. Ambrose? Ich mache es kurz. Er hat die Pest. Für einen Moment schwiegen wir. Dann fragte ich, Sie sagten, er hat die Pest. Kann ich davon ausgehen, dass Amos Burke noch lebt? Das können Sie. Und wie geht es ihm? Schlecht. Er wäre schon längst gestorben, hätten wir ihn nicht behandelt. Wir haben zwar keine Erfahrung mit der zum Glück ausgestorbenen Seuche, aber wir haben doch die Mittel, um den Patienten noch eine Weile am Leben zu halten. In welchem Zustand befindet er sich? Wie meinen Sie das, Mr. Sinclair? Ist es möglich, mit ihm zu reden? Der Arzt zögerte mit einer Antwort. Sie können es versuchen. Ich weiß jedoch nicht, wie klar er ist. Er wird Sie sicherlich hören können. Dann bringen Sie uns bitte zu ihm, sagte Sir James. Das werde ich, aber zuvor müssen Sie die Schutzkleidung anlegen. Daran kommen Sie nicht vorbei. Schon klar. Die Kleidung hing in den Spinden. Dr. Ambrose öffnete einen, und auch Sir James musste den weißen Anzug überstreifen, was ihm gar nicht gefiel. Das sahen wir seinem Gesicht an. Der Arzt begutachtete uns, holte auch für jeden einen Mundschutz hervor und bat uns dann, ihm zu folgen, nachdem er die Glastür geöffnet hatte und der Weg für das eigentliche Zentrum frei war. Krankenhäuser waren nicht meine Sache, aber eines wie dieses hatte ich noch nicht gesehen. Ein breiter Gang lag vor uns, alles war sehr hell, sehr sauber. Es gab nichts zu bemängeln. Wer hier arbeitete, der bewegte sich in einem fast keimfreien Bereich. Es gab auch die entsprechenden Krankenzimmer. Sie waren einsehbar. Glaswände ließen den freien Blick zu. Wir sahen die Patienten nicht nur in den Betten liegen. Es gab welche, die hockten auf Stühlen und lasen. Es sind die Menschen, die weniger gefährdet sind, erklärte uns Dr. Ambrose. Als er seinen Mundschutz aufsetzte, taten wir es ihm nach. Wir gingen um eine Ecke, dann öffnete der Arzt eine Tür, und wir standen in einem Raum, der in drei Zimmer unterteilt war, die mich an gläserne Boxen erinnerten. Dr. Ambrose deutete mit dem Zeigefinger nach links. Dort hinten liegt er. Ich drehte den Kopf. Die anderen taten es mir nach, aber viel war nicht von Amos Burke zu erkennen. Weil ein großer Teil seines Gesichts von Verbänden bedeckt war. Das kleine Mikrofon, das an einen Nachttisch geklemmt worden war, sahen wir schon. Der Arzt sprach hinter seinem Mundschutz. Es ist schon nicht normal, dass ein Patient ein Mikrofon bekommt. Sie können jetzt mit ihm Kontakt aufnehmen. Er schaute Sir James an. Es lag an der gefährlichen Seuche. Man will eben nicht, dass sie sich ausbreitet. Verstehe, man mischt ganz oben mit. Ja, das tut man. Mehr erklärte Sir James nicht. Wir wurden zu einem Tisch geführt, auf dem ebenfalls ein Mikrofon stand, das eingeschaltet werden musste. Anschließend konnten wir Kontakt aufnehmen. Sie sind an der Reihe, John. Danke, Sir. Ich stellte mich so hin, dass der Patient mich auch sah und keine Verrenkungen zu machen brauchte. Ich konnte nur hoffen, dass er auch antwortete, wenn er meine Stimme hörte. Mr. Burke? Können Sie mich hören? Meine Stimme klang schon leicht belegt. Es gab keine Reaktion. Ich wiederholte meine Frage, und dann sah ich, dass der Kopf leicht zuckte. Er hatte mich also doch verstanden. Seine Augen lagen zudem frei. Er würde mich sehen können. Erkennen Sie mich, Mr. Burke? Wissen Sie, wer ich bin? Nichts, oder? Doch. Jetzt erlebten wir eine Reaktion. Da auch ein Lautsprecher in der Nähe stand, hörten wir ein leises Geräusch, das durchaus ein Krächzen sein konnte. Sie haben mich gesucht und gefunden. Sinclair. Mir fiel ein kleiner Stein vom Herzen. Ja, ich bin John Sinclair. Der Mann, den Sie mit Ihrem Pestkuss beglücken wollten. Das ist Ihnen doch noch in Erinnerung, oder? Ja, ist es. Das freut mich. Dann werden Sie sich bestimmt auch an weitere Dinge erinnern können. Wieso? Ich nahm einen neuen Anlauf. Sie wissen genau, mit welcher Seuche man Sie beglückt hat, und ich glaube nicht, dass dies im Gefängnis passiert ist, dem Sie sich durch Flucht entzogen haben. Richtig. Gut, dann machen wir weiter. Wo haben Sie sich die Pest geholt, Mr. Burke? Er sagte erst mal nichts. Aber wir hörten sein schweres Atmen, das schon einem Keuchen glich. Möglicherweise wühlte ihn die Erinnerung so stark auf. Ich wartete ab. In solchen Fällen musste man sich in Geduld üben. Suko und Dr. Ambrose standen dicht neben mir. Sir James hatte sich ein paar Schritte abseits gestellt. Ich fragte weiter. Wissen Sie es nicht mehr oder wollen Sie mir nicht antworten? Er sprach wieder und ich spitzte die Ohren, um alles zu verstehen. Wenn nicht ich, dann macht es ein anderer. Sie finden immer einen, glauben Sie mir. Wir hatten zwar nichts Konkretes gehört, doch Burks Antwort hatte uns auf eine Spur gebracht. Plötzlich war uns klar, dass er nicht allein handelte und dass jemand hinter ihm stand. Ich fühlte mich zwar nicht wie elektrisiert, aber eine gewisse Spannung hatte mich schon erfasst. Sie haben andere erwähnt? Ja. Und wer sind Sie? Er gab einen Laut von sich, der wie eine Mischung aus Krächzen und Kichern klang. Warum antworten Sie nicht? Er musste zunächst husten. Danach sprach er mit leiser Stimme. Es sind die Toten, es sind die Verdammten, es sind die Toten, die leben, und sie wollen dich, Sinclair. Warum? Das weiß ich nicht. Aber Sie haben noch eine Rechnung mit dir offen, glaube ich. Deshalb sind Sie wieder da. Sie fanden mein Versteck und kamen zu mir in die Hütte. Haben Sie auch Ihren Namen genannt? Sie waren sehr offen. Ich fragte sofort weiter. Und wie heißen Sie? Haben Sie das noch behalten? Es waren Adlige. Die Überraschungen hörten wirklich nicht auf. Ich wusste nicht, ob ich Burke glauben sollte oder nicht, deshalb fragte ich nochmal nach. Tatsächlich Adlige? Wenn ich es sage. Und dann sollten Sie mir auch die Namen mitteilen, damit ich Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. Der Marquis de Canero. Mit dem Namen konnte ich nichts anfangen. Ich warf Sir James und Suko einen fragenden Blick zu, aber auch Sie hoben nur die Schultern, weil Ihnen dieser Marquis ebenfalls unbekannt war. Und wie hieß der zweite? Sir Edward Turner. Nicht schlecht. Dieser Name klang zumindest britisch. Auch jetzt schaute ich Sir James an. Der grübelte über den Namen nach und hatte seine Stirn in Falten gelegt. Eine Erklärung kam leider nicht über seine Lippen. Ich wandte mich wieder dem Pestträger zu. Es tut mir leid, aber ich bin überfragt. Wir hörten ein leicht hämisches Lachen. Kann ich mir denken, denn die beiden sind längst tot. Sie sind die Verdammten. Sie müssen schon vor langer Zeit gestorben sein. Und das wissen Sie? Ja, sehr genau. Und woher? Weil ich es von Ihnen erfahren habe. Es ist die Rücke der Verdammten Sinclair, und Sie werden sich um sie kümmern. Was ich nicht geschafft habe, das schaffen dann eben andere Menschen. Darauf können Sie sich verlassen. Ehrlich. Erneut waren wir nicht in der Lage, darauf eine Antwort zu geben, nur Sir James wollte nicht schweigen. Glauben Sie das, John? Ich denke schon. So etwas holt man sich nicht einfach aus dem Nichts. Dann fragen Sie weiter, bitte. Sie kennen die beiden verdammten Burke. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Er fing wieder an zu lachen, obwohl es keinen Grund dafür gab. Eine Antwort erhielten wir trotzdem. Sinclair, denken Sie nach, denken Sie sehr gut nach. Was hatte ich mit Ihnen vor? Sie sprachen von einem Pestkuss. Genau, und den habe ich bekommen. Der Marquis de Canero gab ihn mir, als mich die beiden Adligen in der Hütte besuchten. Sofort fiel mir eine weitere Frage ein. Wo kann ich diese Hütte finden? Ha, Sie wollen hin? Ja, das hatte ich vor. Burke überlegte. Sekunden gingen dahin und die Spannung nahm immer mehr zu. Dann sprach er davon, dass wir aus London raus mussten. Seine Stimme sagte dabei immer mehr ab. Sie wurde leiser und leiser und war bald überhaupt nicht mehr zu hören. Er hat keine Kraft mehr, meldete sich Dr. Ambrose. Sie sollten jetzt aufhören und gehen. Ich wollte noch ein wenig länger bleiben, musste aber einsehen, dass es keinen Sinn hatte. Amos Burke hatte seine Kraft tatsächlich verbraucht. Steif wie ein Brett lag er in seinem Bett, angeschlossen an moderne Apparate und mit einer Krankheit versehen, die seit Jahrhunderten ausgerottet war. Jetzt war sie wieder da. Die Rückkehr der Verdammten hatte sie in die neue Zeit gebracht, und ich konnte mir vorstellen, dass Amos Burke nicht das einzige Opfer sein sollte. Aber warum ich? Was hatte ich mit den beiden Verdammten zu tun, deren Namen ich erst an diesem Tag erfahren hatte? Ich wusste es nicht, aber ich würde es herausfinden, das nahm ich mir fest vor. Zwei Namen waren jetzt wichtig: zum einen der Marquis de Canero, zum anderen ein gewisser Sir Edward Turner. Mehr wussten wir im Moment nicht von den beiden. Es waren immerhin Anhaltspunkte, denen wir nachgehen konnten. Keiner von uns glaubte, dass sich die Gestalten im Rauch der Geschichte aufgelöst hatten. Irgendetwas würde bestimmt von ihnen zu finden sein. Sir James Powell wollte uns so gut wie möglich unterstützen. Er wollte seine persönlichen Beziehungen spielen lassen, um etwas herauszufinden. Er kannte Menschen, die als Historiker arbeiteten und ihm eventuell Tipps geben konnten. Dann gab es noch den Namen Amos Burke. Um den wollten wir uns kümmern. Wir wussten, dass er hinter Gittern gesessen hatte und ihm der Ausbruch gelungen war. Diese Aufgabe wollte Glenda übernehmen, die inzwischen eingetroffen und von uns eingeweiht worden war. Suko und ich kümmerten uns um die Hütte, von der Amos Burke gesprochen hatte. Dort hatte er den Pestkuss erhalten. Ob es ein Zufall war oder System dahinter steckte, das mussten wir noch herausfinden. Suko und ich suchten das Gebiet, in dem die Hütte lag. In London war Amisberg nicht angefallen worden. Zudem lag das Gefängnis ebenfalls außerhalb der Stadt, in östlicher Richtung, in der Nähe des Ortes Bexley. Der Gefangene hatte nach Dartford gebracht werden sollen, weil dort der Vertragsarzt seine Praxis hatte. Alles ein wenig kompliziert, aber das Leben war eben nicht einfach. Kennst du dich dort aus? Fragte Suko. So gut wie du. Ist nicht unser Gebiet. Er runzelte die Stirn. Aber es muss einen Grund geben, warum Burke dort auf die beiden Pestbringer getroffen ist. Außerdem wird er seine Gründe gehabt haben, den Wagen genau dort zu verlassen. Ich nickte. Er kannte die Hütte. Das hat ihm gereicht. Ich glaube allerdings nicht, dass er mit dem Überfall der beiden Gestalten gerechnet hat, die ihn auf mich angesetzt haben. Suko deutete mit dem Finger auf meine Brust. Und genau das ist das Problem, John. Da er meinen Namen besonders betont hatte, fragte ich nach. Du meinst mich? Ja, darum geht es. Sie haben dafür gesorgt, dass Ihr Helfer deine Spur aufnehmen konnte. Sie selbst haben sich zurückgehalten und nennen sich die Verdammten, die nun zurückgekehrt sind. Warum sind die beiden verdammt worden? Und woher sind sie gekommen? Sie müssen irgendetwas getan haben, das zu dieser Verdammnis führte, sagte ich. Klar. Und was hat das mit dir oder deinem Namen zu tun? Ich hob die Schultern. Aus dem Vorzimmer vernahmen wir Glendas Stimme, aus der wir einen leicht jubelnden Klang heraushörten. Kommt mal her, ihr beiden. Wenn sie so reagierte, hatte sie etwas entdeckt. Wir fanden sie vor dem Computer sitzend, und als wir auf sie zugingen, rollte sie mit dem Stuhl zurück, um uns den Blick auf den Bildschirm zu ermöglichen. Dort stand einiges geschrieben. Ich wollte den gesamten Text nicht nachlesen, sondern bat Glenda, uns eine Zusammenfassung zu geben. Ihr seid mal wieder zu faul, wissen wir. Okay. Sie drehte sich um, damit sie uns anschauen konnte. Mich interessierte das Gebiet, in dem es diesen Burke erwischt hat. Und? Glenda lächelte mich breit an. Siehe da, ich habe etwas gefunden. Was denn? Sei doch nicht so ungeduldig, John. Zwischen den beiden Orten Bexley und Dartford gibt es ein Gebiet, das man als Pestmulde bezeichnet. Sie grinste wieder. Na? Hilft euch das weiter? Ich denke schon, sagte ich leise. Auch Suko stimmte mir zu. Das ist es. Man kann sagen, dass es genau passt. Weißt du mehr? fragte ich. Nein, Glenda fuhr durch ihr Haar. Mehr habe ich nicht herausfinden können, nur eben, dass sich der Name bis heute gehalten hat. Ist eine Spur, oder? Das war sie. Für uns stand fest, dass wir nicht mehr lange im Büro bleiben würden. Es hing wahrscheinlich alles mit dieser Gegend zusammen. Dort war Amos Burke die Flucht gelungen, und in dieser Umgebung stand auch die Hütte. Reicht euch das? Klar. Suko rieb seine Hände. Ich denke, dass wir uns in dieser Pestmulde mal umschauen. Tut das. Ich habe euch noch nicht alles gesagt. Diese Mulde ist zugleich ein Friedhof, auf dem die Pesttoten begraben wurden, deshalb der Name. Super, lobte ich sie. Es passt alles zusammen, und trotzdem habe ich meine Bedenken. Warum? Weil die Pest schon so lange zurückliegt. Das war im vierzehnten Jahrhundert, als es anfing. Sie wurde aus dem Süden eingeschleppt. Sie kam mit den Ratten, die in Europa bis auf wenige Ausnahmen ideale Bedingungen fanden. Ratten hatten Flöhe. Ein Floh brauchte nur auf einen Menschen zu springen und ihn zu beißen, und schon war der tödliche Pestkeim gelegt. Glenda sah mich leicht verwundert an. Das stimmt alles, nur hat es sich bei dir etwas negativ angehört. Warum? Es ist die Spanne der Zeit, die langen Jahrhunderte. Dann muss ich an die beiden Verdammten denken. Glaubt ihr, dass es Überlebende aus dieser Zeit sind? Das weiß keiner, meinte Suko. Ja, sehe ich auch so. Burke hat uns die beiden beschrieben. Die Kleidung, die sie trugen, die passt nicht in diese Zeit. Sie war, wenn man das so sagen kann, moderner. Für mich stammen sie keinesfalls aus dem Mittelalter. Glenda und Suko dachten über meine Worte nach, bis Suko fragte Hast du eine andere Erklärung? Nur eine Vermutung. Es kann sein, dass die Seuche dort nochmal zugeschlagen hat, einige Jahrhunderte später. Etwas anderes fällt mir dazu nicht ein. Glenda stimmte mir zu und meinte: Das müsste ja dann irgendwo aufgezeichnet worden sein. Ja, und da werden wir nachforschen. In den Kirchenarchiven Bexley oder Dartford. Wenn die Zeit noch nicht zu so lange zurückliegt, muss es noch Unterlagen geben. Davon bin ich überzeugt. Ich denke, dass wir dort zuerst anfangen. Und diesen Pestfriedhof werden wir auch finden. Das dürfte kein Problem sein. Dann musst du nur noch herausfinden, was die beiden komischen Gestalten mit dir zu tun haben oder mit dem Namen Sinclair. Genau das ist es, Glenda. Die Tür des Vorzimmers wurde schwungvoll aufgestoßen. Sir James trat ein. So wie er sich bewegte, bewies er uns, dass er neue Informationen mitbrachte. Er nickte uns zu, räusperte sich, rückte seine Brille zurecht und begann mit seinem Bericht. Es ist doch gut, wenn man Menschen kennt, die auf bestimmten Gebieten Spezialisten sind. Ich habe die Informationen von einem Geschichtsprofessor bekommen, der sich besonders gut mit der Vergangenheit dieser Umgebung hier auskennt. Und das war ein Treffer. Inwiefern? fragte ich. Es gab die beiden Männer. Die Augen des Superintendenten leuchteten auf. Sie sind bekannt. Zwei Adlige aus dem 18. Jahrhundert. Männer, die eine traurige Geschichte geschrieben haben. Sie waren Abenteurer, sie reisten durch die Welt, sie wollten fremde Länder und Kulturen erforschen und haben wohl auf sich selbst keine Rücksicht genommen. Als sie dann wieder hier im Land waren, in Törners Heimat, die des Decanerot lag in der Lombardei, stellten sie fest, dass sie von ihrer letzten Reise ein verdammt böses Souvenir mitgebracht hatten, gewissermaßen ein tödliches. Der Pesterreger nicht? Genau, Glenda. Und dieser Erreger blieb nicht auf Sie beschränkt. Sie steckten andere Menschen in ihrer Umgebung an. Nicht sehr viele, denn es gab keine Epidemie. Sie können sich aber vorstellen, unter welcher Angst die Menschen gelitten hatten. Bevor viele Menschen sich anstecken konnten, wurden sie von der aufgebrachten Menge getötet. Man hat sie nicht verbrannt, sondern erschlagen und dort verscharrt, wo auch die anderen Pestopfer lagen. Dieses Gebiet muss seinen Namen noch bis heute behalten haben Pestmulde oder Pestfriedhof. Man hat sie verflucht und getötet. Der Superintendent nickte uns zu. Jetzt kennen Sie die ganze Geschichte. Ja, das stimmte. Und die passte zu dem, was wir herausgefunden hatten. Das bekam Sir James auch von uns zu hören, wobei er sofort der Meinung war, dass wir uns auf den Weg machen sollten. Das werden wir auch, Sir, sagte ich. Es gibt dabei nur ein Problem für mich. Sagen Sie es. Hat man Ihnen vielleicht auch etwas über den Namen Sinclair gesagt, wurde er erwähnt. Nein. Ich ließ mich auf der Schreibtischkante nieder. Dann habe ich weiterhin ein Problem. Der Name Sinclair muss schon damals eine Rolle gespielt haben. Das mag sein, ich habe jedoch nichts erfahren. Nehmen Sie es nicht persönlich, John. Möglicherweise war er nicht so wichtig. Das kann auch sein, gab ich zu. Es wäre mir sogar recht. Jedenfalls sollten die Informationen ausreichen, um eingreifen zu können. Fahren Sie hin und suchen Sie die beiden Verdammten. Sie dürfen nicht mehr frei herumlaufen, wer immer sie auch sein mögen. Das steht fest, sagte ich und nickte Suko zu. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Meine Stimme hatte nicht eben optimistisch geklungen. Ich bekam die Folgen der Pest einfach nicht aus dem Kopf und fragte mich auch, ob wir es mit diesen beiden Männern zu tun bekommen würden, die eigentlich hätten längst tot sein müssen. Erschlagen und verscharrt, konnten es Zombies sein, die Jahrhunderte überstanden hatten? Egal, was da auch geschehen war, der Keim steckte in ihnen, und wir mussten alles daran setzen, damit es ihnen nicht gelang, ihn zu verbreiten. Auch in der heutigen Zeit konnte die Pest zu einer wahren Geißel werden. Es wird nicht einfach werden, sagte unser Chef. Sollten Sie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Zur Not stellen wir ein ganzes Gebiet unter Quarantäne. Wir können nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, Sir, sagte ich und ging zurück in unser Büro. Suko kam mir nach. Und? Was sagst du dazu? Ich stützte meine Hände auf die Schreibtischplatte und schüttelte den Kopf. Ich habe mit diesen beiden Verdammten meine Probleme und auch damit, dass der Name Sinclair so im Vordergrund steht. Kann ich nachvollziehen, John. Ich glaube allerdings, dass wir an Ort und Stelle mehr herausfinden werden. Hoffentlich. Es war ein Fall, der bei mir für ein gewisses Magendrücken sorgte. Sich mit der Pest und deren Folgen anzulegen, war nicht eben das Gelbe vom Ei. Und das Mittelalter war vorbei. Eigentlich dürfte die Seuche keine Chance mehr haben, aber es hatte sich bereits ein Mensch damit angesteckt, und es war nur zu hoffen, dass er der Einzige blieb. Das Wetter meinte es gut mit uns. Zwar schien keine Sonne, aber es regnete auch nicht. So blieben nur die grauen Wolken tief am Himmel hängen wie alte Wäschestücke, die sich auf einer Leine verteilten. Wie immer hatte Suko das Lenkrad übernommen. Als ich mein Handy meldete, wusste ich sofort, dass es nur Bill Connolly sein konnte. Du rufst spät an, sagte ich. Weiß ich. Habt ihr etwas herausgefunden? Ja. Er bekam einen Bericht, und ich hörte ihn zwischendurch leise Fluchen. Dass wir unterwegs waren, damit war er sehr einverstanden, aber auch er hatte keine Idee, wie der Name Sinclair ins Spiel kam. Ich blieb weiterhin optimistisch und erklärte ihm, dass wir die Lösung vielleicht an Ort und Stelle fanden. »Gut schon, aber kannst du dir vorstellen, dass De Canero und Turner überlebt haben?« »Nein, normal nicht.« »Dann hat eine andere Macht ihre Hand mit dem Spiel, stelle ich mir vor. Das kann sein. Und wo wollt ihr jetzt genau hin?« wir suchen diesen Pestfriedhof und auch die Hütte, von der uns Amos Burke berichtet hat. Viel Glück. Danke, wir melden uns. Wir mussten weder die eine noch die andere Stadt anfahren. Unser Ziel lag zwischen den beiden Orten in einer ländlich geprägten Umgebung. Die Straße, über die der Transporter mit dem Gefangenen gefahren war, hatten wir schnell erreicht und fuhren in Richtung Osten. Es war eine Nebenstrecke zur A2. Und der Ort, der dem Ausbruch am nächsten lag, hieß Cray. Den steuerten wir an. In dessen Nähe lag auch der Pestfriedhof, und die Hütte war auch nicht weit entfernt. Wir wollten uns erst erkundigen, was die Menschen hier noch von der Vergangenheit wussten. Als wir in Cray einrollten, umgab uns ein gepflegtes Dorf, bei dessen Anblick man an alles dachte, nur nicht an die Pest. Wir waren trotzdem auf der Hut und lenkten den Rover auf die Kirche zu, deren Turm sich stolz in die Höhe reckte. Um die Kirche herum war der Boden mit Kopfsteinpflaster bedeckt. Dazwischen gab es Inseln aus Erde. Dort konnten die Bäume wachsen, die von zwei Männern beschnitten wurden. In der Nähe stand der Pfarrer und schaute zu, ob sie auch alles richtig machten. Wir hofften, dass es hier in Cray ein Kirchenarchiv gab und setzten auf die Auskünfte des Pfarrers. Er hatte unseren Wagen bereits gesehen und schaute uns nun entgegen, als wir auf ihn zugingen. Großartig Verstecken spielten wir nicht. So stellten wir uns vor und sahen schon, dass er ziemlich überrascht aus der Wäsche schaute. Scotland Yard will zu mir? fragte er erstaunt. Ich nickte lächelnd. Was habe ich denn angestellt? Er breitete die Arme aus. Alles, was recht ist, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Es geht auch nur um meine Auskunft, beruhigte Suko ihn. Dann bitte, meine Herren, ich höre. Können wir nicht in ihr Haus gehen? Klar, Mr. Sinclair. Ich wollte keine Zeugen haben, denn die beiden Baumbeschneider hatten schon große Ohren bekommen. Das Pfarrhaus lag hinter der Kirche. Es war nicht besonders groß und stand nahe an einem Teich, neben dessen rechter Seite eine Trauerweide wuchs, die zu dieser trüben Stimmung passte. Im Haus war es recht dunkel. Durch die schmalen Fenster fiel nur wenig Licht. Wir konnten uns auf eine Bank setzen und sahen dem Pfarrer zu, der sich einen Stuhl holte. So, um was geht es denn? Es ist nicht einfach, sagte ich. Wir müssen da schon tief in die Vergangenheit greifen. Wie tief? Über zweihundert Jahre. Oh. Der Pfarrer, der Simon Blackford hieß, strich über sein graues Haar und danach über die breite Stirn. Ich weiß nicht, ob Sie bei mir an der richtigen Stelle sind und. Pardon, Sir, wir gingen davon aus, dass sich alte Kirchenbücher in Ihrem Besitz befinden. Simon Blackford konnte plötzlich lächeln. Sie kennen sich aus, nicht wahr? Das hoffen wir. Er nickte über den schmalen Tisch hinweg, der zwischen uns stand. Ja, Sie haben Glück. Ich verwahre tatsächlich noch alte Kirchenbücher. Allerdings ist mir Ihre Zeitangabe zu vage. Geht es nicht genauer, und können Sie mir exakt sagen, was sie hergeführt hat? Suko sagte. Es geht um die Zeit, als hier für einen kurzen Ablauf die Pest herrschte. Der Pfarrer, der ansonsten recht redselig war, presste die Lippen zusammen und verstummte. Das Thema schien ihm nicht zu gefallen. Wir ließen ihn auch für eine Weile in Ruhe, bis ich sagte Es ist sehr wichtig für uns, und nicht nur das, sondern auch für andere Menschen, die in Gefahr geraten könnten. Blackford sprach wieder Das denke ich mir, sonst wären Sie ja nicht hier. Genau. Er seufzte auf. Dann wird es wohl um die beiden Gestalten gehen, die sehr fremd wirkten und die hier in der Nähe gesehen wurden, aber schnell wieder verschwanden. Das ist möglich, aber zunächst, Mr. Blackford, was wissen Sie über diese Zeit, als hier plötzlich die Pest auftrat? Der Pfarrer seufzte wieder. Dabei knetete er seine Wangen. Wir ließen ihm Zeit. Erst als er nickte, übernahm er wieder das Wort. Sie haben Glück, meine Herren, denn ich habe mich hobbymäßig mit dieser Zeit beschäftigt. Die Leute hier wissen das nicht, ich will es auch weiterhin für mich behalten, aber jetzt sind Sie gekommen und das möglicherweise zur rechten Zeit. Ich stellte ihm eine Frage. Sagen Ihnen die Namen Marquis de Canero und Sir Edward Turner etwas? In seinen Augen blitzte es. Sie sind gut informiert. Das müssen wir auch. Dann ist Ihnen vielleicht bekannt, dass diese beiden Männer damals die Pest mit hierher gebracht haben. Sie kamen von einer ihrer Reisen. Beide lebten hier in der Nähe, nicht auf einem Schloss, sondern in einem fast normalen Haus, denn sie haben sich von ihren Familien losgesagt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Und sie wurden hier getötet, sagte Suko. Das wissen Sie also auch? Sicher. Man hat sie erschlagen und verscharrt. Ja, ja, murmelte der Pfarrer. Das haben die Menschen getan. Es gab jemanden, der sie dazu angestiftet hat. Wer war es? wollte ich wissen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns dem Kern näherten. Ein Fremder, aber einer, der sie verfolgt haben musste, der ihnen praktisch auf der Spur war, der sich durch nichts und niemanden aufhalten ließ und hier das Kommando übernahm. Ich muss im Nachhinein sagen, dass er richtig gehandelt hat. Kennen Sie den Namen noch? Ja, Mr. Sinclair. Dieser Mann hieß. Hector de Valois. Ich saß auf der Bank, als hätte man mich dort festgenagelt, und diese Steifheit fiel auf. Ist Ihnen nicht gut, Mr. Sinclair? Ich stieß die Luft aus. Doch, doch, ich habe nur an etwas gedacht, und Sie haben sich nicht getäuscht, was den Namen angeht? Nein, der Fremde hieß Hector de Valois. Er hat den Menschen hier gesagt, was sie tun sollten, und die haben sich nach seinen Anordnungen gerichtet. Suko fragte leise nach. Siehst du jetzt klarer, John? Ein wenig. Ich wollte mehr darüber wissen und fragte: Was können Sie uns über diesen Hector de Valois sagen? Nicht viel. Ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich weiß aus den alten Aufzeichnungen, dass man ihm sehr dankbar gewesen ist. Er hat es auch geschafft und ihnen die Angst genommen. Ich habe nachlesen können und weiß, dass die beiden Abenteurer immer wieder von dem Teufel und der Hölle gesprochen haben. Selbst dann noch, als man dabei war, sie zu erschlagen. Und in den Aufzeichnungen wird auch erwähnt, dass dieser Hector de Valois ein frommer Mensch gewesen sein muß. Warum? Der Geistliche beugte sich leicht über den Tisch und flüsterte: Die Leute haben davon gesprochen, dass er einen besonderen Gegenstand bei sich trug. Es war ein Kreuz. Es muß so außergewöhnlich gewesen sein, dass seine Beschreibung selbst in den Kirchenannalen erwähnt wurde. Ein Kreuz, in dessen Balken Buchstaben eingraviert waren. Einmalig. Und was hat dieser Devalois noch alles getan? wollte ich wissen. Er hat die beiden Männer verflucht. Ja, das hat er getan. Er hat einen Fluch über sie gesprochen. Er wollte, dass ihre Seelen zum Teufel fuhren. Ich nickte. Auf das Kreuz ging ich nicht weiter ein. Ich wollte es dem Mann auch nicht zeigen. Das war damals, sagte ich. Was ist heute in diesem Ort oder in dieser Gegend geschehen? Simon Blackford hob die Schultern. Ich kann es nicht beurteilen, wirklich nicht. Ich habe nur gehört, dass hier zwei Männer gesehen wurden, die nicht in diese Zeit passen. Sie schienen der Vergangenheit entstiegen zu sein. Aber die Zeugen sprachen von einem widerlichen Gestank, der die beiden Männer wie eine Wolke umgeben hat. Ob es stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen. Waren die beiden Männer auch hier im Ort? fragte Suko. Nein, das nicht. Zumindest weiß ich nichts davon. Wo wurden sie denn gesehen? Der Pfarrer drehte seinen Kopf und schaute gegen eines der vier kleinen Fenster. Draußen. Können Sie da genauer werden? Ja, Sie fielen dort auf, wo sich der kleine Pestfriedhof befindet. Da sind damals alle begraben worden. Den gibt es also noch? In der Senke. Weit von hier? Der Pfarrer hob die Schultern. Wie man's nimmt, wenn Sie mit dem Auto fahren, sind Sie in einigen Minuten dort. Gibt es einen Weg? Ja, Inspektor, den gibt es. Er ist allerdings nicht gepflastert. Man kann ihn als einen Pfad bezeichnen. Sie werden aber durchkommen. Nur wenn es zu stark regnet, versinkt man dort im Matsch. Haben die beiden Gestaltenden versucht, mit den Zeugen Kontakt aufzunehmen? Der Geistliche lachte. Kann sein, dass sie es vorhatten, aber die beiden Männer aus dem Ort sind gerannt, als sie diese Pestilenz gerochen haben. Das konnten wir uns gut vorstellen. Es war gut, dass sie das Weite gesucht hatten. So war ihnen eine Begegnung, wie Amos Burke sie erlebt hatte, erspart geblieben. Dann möchten wir Sie nur bitten, uns den Weg zu diesem Pestfriedhof zu erklären, sagte ich. Der Pfarrer zuckte zusammen. Wollen Sie wirklich dorthin? Deshalb sind wir hier. Und was wollen Sie da? Die ganze Wahrheit wollte ich ihm nicht sagen. Es geht uns um die beiden Männer. Sie werden schon seit einiger Zeit gesucht, auch wenn sie so ungewöhnlich gekleidet sind und vielleicht lustig aussehen. Sie sind trotzdem gefährlich und gehören hinter Gitter. Simon Blackfords Augen weiteten sich. Ah, so ist das. Jeder hier weiß, dass es in der Nähe ein Gefängnis gibt. Kann man die beiden als Ausbrecher ansehen? Nicht ganz, aber so ähnlich. Über diese Antwort konnte er nachdenken. Wir waren froh, dass er uns geholfen hatte, bedankten uns auch bei ihm und verließen das Haus. Es war ihm anzusehen gewesen, dass er noch Fragen hatte, doch darauf waren wir nicht eingegangen. Vor dem Haus blieben wir stehen und schauten zum Himmel. Es hatte sich nichts verändert. Es roch zwar nach Regen, aber es fielen keine Tropfen. Nur über dem kleinen Teich lag eine dünne Schicht aus grauem Dunst. Nebeneinander gingen wir den Weg zurück zu unserem Rover. Suko fiel schon auf, dass ich in Gedanken versunken war. Nach einigen Sekunden sprach er mich darauf an: Was ist los, John? Kommst du nicht über Hector de Valois Erscheinen hinweg? Genau das ist es. Ich weiß jetzt, wie die Verbindung zu meinem Namen zustande gekommen ist. Ist das wirklich so einfach? Ich trat einen Stein weg. Es sieht so aus, aber Hector war hier. Er hat ja vor mir das Kreuz besessen und er ist praktisch in mir wiedergeboren worden, wenn du so willst. Er hat gegen die Pestbringer gekämpft, sie vernichtet oder hat geglaubt, sie vernichtet zu haben, und jetzt ist alles anders gekommen. Warum? Das werden wir herausfinden. Die beiden Arbeiter waren noch immer damit beschäftigt, die Bäume zu beschneiden. Da sie uns kannten, schauten sie kaum hin, als wir die letzten Schritte zum Rover gingen. Und doch stiegen wir nicht ein, denn uns fiel eine Frau auf, die vom Ort her auf uns zulief. Sie trug eine Winterjacke und eine Wollmütze auf dem Kopf. Ihr Keuchen erreichte uns sehr schnell. Es war ein Zeichen, dass sie unter großem Stress litt. Ihr Gesicht war zudem gerötet. Als sie uns sah, blieb sie stehen, schwankte, keuchte weiter, und wir waren schnell bei ihr, um sie zu stützen. Danke, flüsterte sie, danke. Ich glaube nicht, dass ich es bis zum Pfarrhaus geschafft hätte. Wollten Sie zum Pfarrer? Er ist mein Mann. Sie holte tief Atem. Bitte, und wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Wir waren bei Ihrem Mann und hatten einiges mit ihm zu bereden. Die Frau hustete. Dann erst fragte sie, ging es vielleicht um die beiden Männer? Wir horchten beide auf, und Zuko fragte. Meinen Sie die beiden, die so seltsam gekleidet sind? Ja, aber nicht nur das, sie stinken auch wie die Pest. Jetzt wussten wir Bescheid, denn wir glaubten nicht, dass sich die Frau geirrt hatte. Diese Männer entsprangen keiner Phantasie, die waren echt, und sie hatten den Ort erreicht. Rose. Was ist denn los? Aus einiger Entfernung klang die Stimme des Pfarrers auf. Wir drehten uns um. Mit schnellen Schritten lief der Mann auf uns zu. Er hatte uns gleich darauf erreicht und sah sofort, dass seine Frau ziemlich von der Rolle war. Simon, gut, dass du da bist. Sie fiel zitternd in seine Arme und konnte nicht mehr sprechen. Blackford wandte sich an uns. Wissen Sie mehr? Leider, sagte ich. Ihre Frau hat die beiden Männer gesehen, über die wir sprachen. Wo? Im Ort. Der Geistliche verzog seinen Mund, war aber nicht in der Lage, etwas zu sagen. Nur sein Blick irrlichtete hin und her. Er wollte von seiner Frau wissen, ob wir die Wahrheit gesagt hatten. Stimmt das, Rose? Ja, ich habe sie gesehen. Wo denn genau? Beim Feuerwehrhaus. Da standen sie, und ich glaube, dass sie mich packen wollten. Sie waren so nah, und ich habe ihren ekligen Geruch wahrgenommen. Oh Gott, sagte Blackford nur und strich seiner Frau über den Kopf. Ist dir was passiert? Nein, Simon, zum Glück nicht. Als ich sie sah und danach roch, bin ich gerannt, aber ich weiß jetzt, dass es sie wirklich gibt, und das ist schlimm. Der Geistliche sagte nichts. Er schaute uns nur an, als könnten wir ihm alles erklären. Bitte beruhigen Sie sich, sagte ich. Es ist nichts passiert, und wir werden dafür sorgen, dass auch nichts passieren wird. Aber sie sind da. Sie riechen widerlich. Wer sind sie? Das werden wir herausfinden. So etwas gehört doch in die Vergangenheit. Die sehen so aus wie damals die Menschen. Aber sie können nicht mehr leben, die sind längst tot. Wer hat sich hier verkleidet und will die alten Zeiten wieder auferstehen lassen? Machen Sie sich keine Sorgen, sagte Suko. Wir werden es Ihnen genau erklären, wenn es soweit ist. Bleiben Sie mit Ihrer Frau im Haus. Dort haben Sie den besten Schutz. Er überlegte noch, aber Rose drängte darauf, dass sie gingen. Sie wollte in den Schutz ihrer vier Wände. Suko und ich stiegen in den Rover. Ich bat meinen Freund, noch mit dem Start zu warten. Dann holte ich mein Kreuz hervor und strich so mit den Fingerspitzen über das silberne Metall. Spürst du was? Nein, leider nicht. Aber du glaubst, dass Hector de Valois in der damaligen Zeit auch das Kreuz eingesetzt hat? Ich kann es mir gut vorstellen. Und sollte dies geschehen sein, dann muss er auch gewusst haben, was hinter den beiden Pestbringern steckt, denke ich mir. Und wer oder was? Das müssen wir herausfinden. Dann kann ich starten? Kannst du. Und wo fahren wir hin? Wir hatten ja vor, den Pestfriedhof zu besuchen. Ja, hatten wir. Noch ist es hell, Suko, und noch haben wir Zeit. Ich denke, wir schauen uns den Ort mal an. Ich glaube nicht, dass sich die Frau des Pfarrers geirrt hat. Sie wird die beiden gesehen haben. Und jetzt glaubst du, dass auch wir dieses Glück haben? So ist es. Zuko stellte keine Fragen mehr. Er fuhr an. Er sah zudem, dass ich in einer nachdenklichen Haltung neben ihm saß. Deshalb unterließ er es, Fragen zu stellen. Was gut war, denn ich beschäftigte mich sehr mit meinen eigenen Gedanken. Dass ich damals Hector de Valois eingemischt hatte, wollte mir nicht aus dem Kopf. Diese beiden Pestbringer waren durch ihn und die anderen Menschen verflucht, getötet und begraben worden. Alles hatte seine Richtigkeit. Wie war es dann möglich, dass sie heute noch herumspukten und keine feinstofflichen Wesen waren? Ich zählte sie auch nicht zu den Zombies. Es musste also etwas geben, das völlig neu war und das wir noch nicht kannten. Getötete und begrabene Menschen, die plötzlich wieder da waren und sich um keinen Deut verändert hatten. Das war nicht spaßig, und ich wollte wissen, was Suko dazu meinte. Er gab noch keine Antwort. Wir hatten den Ort mittlerweile erreicht, und Zuko lenkte den Rover auf einen leeren Platz, wo er abgestellt werden konnte. Was meinst du genau, John? Ich erklärte ihm das Problem, und er brauchte nicht lange, um die Antwort zu geben. Ja, in die Richtung habe ich auch schon gedacht. Ich kann sie ebenfalls nicht einschätzen. Jahrhunderte alte Zombies, die unverwest aus ihren Gräbern gestiegen sind, haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube nicht mal, dass es sie gibt. Oder in einer anderen Form noch als normale Menschen und nicht die Spur von Verwest. Richtig. Er drehte mir seinen Kopf zu. Wie könnte das passiert sein? Haben wir eine Erklärung? Wir, mit all unseren Erfahrungen. Ich zumindest nicht. Ich stehe auf dem Schlauch, wie man so schön sagt. Es kommt mir so vor, als wären die beiden konserviert worden, um dann wieder aus der Erde geholt zu werden. Kann man sie nicht auch neu geschaffen haben? Einfach nach ihren Ebenbildern? Wäre auch eine Alternative. Ich frage mich nur, wer die Macht dazu hat. Bitte, John, fragst du dich das wirklich? Ich zuckte mit den Schultern. Eigentlich nicht. Dann lachte ich auf. Irgendwie sind wir noch Laien, wenn man es genau nimmt. Wir wissen nicht, wozu unsere Gegner fähig sind. Hier scheinen wir etwas Neues zu erleben. Es lag auf der Hand, dass wir darüber nicht eben froh waren. Aber tun konnten wir dagegen auch nichts. Wir mussten es hinnehmen und hoffen, dass sich eine Lösung bot, wie auch immer. Steigen wir aus? Ich nickte. Wir werden eine Runde drehen. Wir hatten im Lauf der Zeit schon zahlreiche Dörfer dieser Größe erlebt. Es war uns immer wieder gelungen, die Stimmung in diesen Orten einzufangen. Zumeist hatten wir die Angst der Menschen spüren können, weil etwas Unheimliches und Unerklärliches passiert war. Das war hier auch der Fall, doch es hatte nicht auf den Ort abgefärbt. Das Leben ging hier weiter. Dass sich zumeist Frauen und Kinder hier aufhielten, lag in der Natur der Sache, weil die Männer in den nahen kleinen Städten arbeiteten. Rose Blackford hatte von einem Spritzenhaus gesprochen. Das suchten wir auf. Es lag in der Nähe des Bahnhofs. Zwei schon verwitterte Schilder wiesen uns den Weg. Durch eine schmale Gasse näherten wir uns dem Gelände. Der Bahnhof war längst stillgelegt worden. Um das Gelände zu beiden Seiten der Schienen, hatte sich niemand gekümmert. So hatte die Natur freie Bahn gehabt und sich ausgebreitet. Es gab zwei Bauten, zum einen das alte Bahnhofsgebäude und zum anderen das Spritzenhaus, das besser gepflegt war und eine zweiflügelige Tür hatte. Zu sehen gab es für uns nichts. Wir umrundeten das Haus und schauten, ob es irgendwo eine Öffnung gab, durch die wir in das Innere gelangen konnten. Da war nichts. Es gab nur die verschlossene Doppeltür. Kinder spielten auch nicht in der Nähe, und ich fragte mich, was die Frau des Pfarrers hergetrieben hatte. Mein Problem war es momentan nicht. Mich interessierte mehr der alte Bahnhofsbau, dessen Fassade von Kletterpflanzen und Moos überwuchert war. Willst du nicht nachschauen, John? Schaden kann es nicht. Okay. Wir gingen auf den Bau zu. Der Wind hatte hier freie Bahn. Er wehte über die kaum noch zu erkennenden Gleise hinweg, und streifte über unsere Köpfe. Die Luft roch feucht und irgendwie auch nach Herbst und Vergänglichkeit, aber nicht nach verfaultem Fleisch, egal ob tierisches oder menschliches. Wir erreichten die Breitseite des Bahnhofs und sahen dort eine Tür. Sie hing schief in den Angeln. Fenster waren ebenfalls vorhanden, aber in den meisten fehlte das Glas. Suko blieb hinter mir. Ich sorgte mit einem Tritt dafür, dass die brüchige Tür nach innen schwang, so wir beide das alte Gebäude betreten konnten. Spinnweben strichen über meine Stirn, das Halbdunkel wirkte irgendwie bedrohlich. Auch Suko betrat den Raum. Ich hörte seine knirschenden Schritte, wollte etwas sagen, zuckte stattdessen zusammen und blieb auf der Stelle stehen, ohne mich zu bewegen. Mich störte der Geruch. Es roch anders. Nicht nach einer Natur, die sich schlafen gelegt hatte. Das hier war ein typischer Geruch, der entsteht, wenn etwas verfault oder verwest. Auch Suko hatte den Gestank bemerkt. Ich hörte, dass er seine Nase hochzog. Dann sagte er genau das, an das ich ebenfalls dachte: Sie waren hier, John. Daran gab es jetzt keinen Zweifel mehr. Auch wenn wir niemanden sahen, aber sie hatten ihre Duftmarken hinterlassen, wie ein Kater, der sein Revier abspritzt. Ich drehte mich langsam zu Suko um. Oder Sie sind noch hier, sagte ich mit leiser Stimme. Möglich. Wir standen in einem Raum, in dem früher die Reisenden ihre Fahrkarten gekauft hatten. An den Wänden hingen noch vergilbte Fahrpläne und irgendwelche Bilder, deren Motive nicht mehr zu erkennen waren. Es gab noch eine zweite Tür. Dahinter hatten die Angestellten gesessen und Fahrkarten verkauft. Durch ein scheibenloses Fenster gelang uns der Blick hinein. Auch der Raum war leer, aber der Geruch hatte sich dort gehalten. Er kam mir intensiver vor als dort, wo wir standen. Ich stieß erneut die Tür auf, während Suko zurückblieb. Es stimmte wirklich. Der Gestank hier war deutlicher vorhanden. Als hätten die Gegner erst vor kurzem ihr Versteck verlassen. Auf dem Boden lag Unrat, alte Dosen, verfaultes und vergilbtes Papier und sogar Kondome. Ich wollte schon gehen, als ich etwas zu hören glaubte. Ich blieb auf dem Fleck stehen und konzentrierte mich. Ja, da war etwas ein leises Rauschen, allerdings nie gleichmäßig, sondern von Schwingungen getragen. Ich empfand es als sehr intensiv und hatte schließlich den Eindruck, als würde sich das Rauschen aus zahlreichen Stimmen zusammensetzen, die mir eine Botschaft vermitteln wollten. Dann hatte ich den Eindruck, als würde jemand oder etwas über meine Haut streicheln, als wollte man Kontakt mit mir aufnehmen. Ich öffnete meine Augen. Nichts war zu sehen. Die Umgebung hatte sich nicht verändert. Es gab keine Gestalt, die mich berührt hätte, obwohl ich nicht daran glaubte, mich getäuscht zu haben. Dafür tauchte Suko auf. Er sah mich leicht verwundert an. He, was war mit dir los? Was meinst du? Ich habe hier hineinschauen können und gesehen, dass du die Augen geschlossen hast. Das stimmt. Und warum? Etwas war hier, Suko. Er sagte erst mal nichts. Dann meinte er: Also mal ehrlich, ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Doch bleibe ich dabei. Es kam mir vor, als wäre ich berührt worden allerdings von Händen, die ich nicht sah. Und ich hörte Stimmen, weiß aber nicht, was sie mir sagen wollten. Ich empfand sie mehr als ein Rauschen, mal fern, mal näher. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich keiner Täuschung erlegen bin. Aber die beiden Männer waren es nicht. Nein, es sei denn, sie hätten sich aufgelöst oder wären in einen anderen Zustand übergegangen. Okay, sagte Suko, bleiben wir mal dabei, dass du dich nicht geirrt hast. Die alten Pestbringer sind es nicht gewesen. Wenn das zutrifft, dann müssen es andere gewesen sein, die sich hier unsichtbar zwischen uns aufhalten. Ob sie noch hier sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß jedenfalls, dass ich nicht allein gewesen bin, und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Bist du schon zu einem Schluss gelangt? Ja, und der lautet, dass die beiden Pestbringer Helfer haben. Es muss jemanden geben, auf den sie sich verlassen können und auch damals konnten. Sonst hätten sie wohl kaum überlebt. Soko schaute mich an. In seinem Blick lag recht viel Skepsis. Ist das nicht etwas zu weit hergeholt? Es ist meine Meinung, und davon gehe ich nicht ab. Da kannst du denken, was du willst. Klar, eine andere Erklärung gibt es ja nicht. Die Frage ist nur, wer diese Helfer sein könnten. Sichtbar sind sie jedenfalls nicht. Suko runzelte die Stirn. Geister? Möglich. Darauf festlegen möchte ich mich nicht. Mir sind auch keine feinstofflichen Gestalten aufgefallen, die mich an Geister erinnert hätten. Ich bleibe dabei und kann dir nur sagen, dass ich diese ungewöhnlichen Geräusche gehört habe. Vielleicht Stimmen, die sich zu einem Summen vereinigten. Und das war dir neu? Ja, ich habe ähnliches noch nicht erlebt. Wir scheinen auf einer völlig neuen Spur zu sein. Das befürchte ich auch. Und wo nehmen wir sie wieder auf oder versuchen es? Nicht hier. Suko cool lächelte. Das habe ich mir gedacht. Wir fahren zu diesem Pestfriedhof und müssen damit rechnen, dass wir weiterhin unter Kontrolle stehen. Das sehe ich ebenfalls so. Ob ich meinen Freund überzeugt hatte, wusste ich nicht. Es war auch letztendlich nicht wichtig. Wir konnten beide nur hoffen, dass wir den Beweis erhielten. Wir verließen das alte Gebäude. Auch draußen hörten wir Geräusche, aber die stammten vom Wind als er altes Papier vor sich hertrieb. Menschen aus dem Ort waren nicht zu sehen. Verständlich. Wer interessierte sich schon für einen abgefragten Bahnhof? Höchstens junge Leute, die in der Nacht unter sich bleiben wollten. Wir stiegen in den Rover. Suko gab sich lockerer als ich, aber ich wusste genau, dass dann noch etwas auf uns zukam. Sich nur auf die beiden Verdammten allein zu konzentrieren, das war zu einfach. Hinter ihnen und ihrem Auftreten musste mehr stecken. Viel mehr. Der Pfarrer hatte uns den Weg zum Friedhof gut erklärt. Ohne lange zu suchen fanden wir den Beginn des Wegs, der in das Gelände hineinführte. Zudem lag noch ein Vorteil auf unserer Seite. Der Tag hatte sich noch nicht verabschiedet. Es war nach wie vor hell und würde es noch eine Weile bleiben, auch wenn die Feuchtigkeit inzwischen zugenommen und an manchen Stellen einen Dunstfilm gebildet hatte. Die Gegend hier war eben, bewaldet war sie weniger. Hin und wieder gruppierten sich auf den freien Flächen Baumgruppen, ansonsten hatten wir eine freie Sicht und fuhren über ein Gelände, das mal grün gewesen war, jetzt aber einen leicht bräunlichen Schimmer angenommen hatte. Ich nahm die Umgebung zwar wahr, sah sie aber trotzdem nicht, weil sich meine Gedanken in eine ganz andere Richtung bewegten. Wieder einmal erlebten wir einen Fall, in dem wir so ziemlich im Dunkeln tappten. Wer waren die Gestalten, die ich zwar nicht gesehen, aber dennoch gehört hatte? Ich war mir völlig sicher, dass ich keiner Täuschung zum Opfer gefallen war. Im Hintergrund und in einer für uns nicht sichtbaren Welt lauerten sie, um auf einen bestimmten Zeitpunkt zu warten, an dem sie zuschlagen konnten. Und immer wieder kehrten meine Überlegungen zu einer bestimmten Person zurück: Hector de Valois. Er war der Mann gewesen, der vor mir das Kreuz besessen hatte. Natürlich war er tot, und doch hatte er etwas hinterlassen. Einige Male hatte ich Kontakt mit ihm gehabt, und ich war ihm auch schon bei Reisen in die Vergangenheit begegnet. Den Marquis de Canero und Sir Edward Turner sah ich als unsere eigentlichen Gegner an, zwei Männer also, die längst hätten tot und verwest sein müssen. Doch sie lebten oder existierten, und sie sahen so aus wie zu Lebzeiten. Wie war das möglich? Was war da passiert? Wenn wir auf diese Fragen eine Antwort fanden, dann hatten wir auch die Lösung. Ich setzte all meine Hoffnung darauf, dass es in dieser Senke und auf dem alten Pestfriedhof zu einem Zusammentreffen kommen würde. Ja, die Pest. Auch in dieser Zeit hatte sie noch nichts von ihrem Schrecken verloren. Es gab eben Seuchen, die sich in die Erinnerung der Menschen eingebrannt hatten, und dabei stand die Pest an erster Stelle. Wenn ich daran dachte, wie leicht ich mich hätte anstecken können, wurde mir ganz anders zumute. Ich war so in meine Gedanken versunken, dass mir nicht auffiel, dass wir inzwischen immer langsamer fuhren. Erst als wir standen, zuckte ich leicht zusammen. Schläfst du? fragte Suko. Ich schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall. Ich war nur in meine Gedanken versunken. Das habe ich gemerkt. Wir sind übrigens am Ziel. Davon gehe ich zumindest aus. Erst jetzt nahm ich mir die Zeit, mich umzuschauen. Soko hatte recht. Wir mussten den Friedhof erreicht haben, auch wenn er als solcher nicht zu erkennen war. Wir standen am Rand dieses leicht abschüssigen Geländes, das im Hintergrund von einem Waldstück begrenzt wurde. Den Weg, den wir genommen hatten, gab es nicht mehr. Er war innerhalb des hochwachsenden Grases ausgelaufen. Soko gab keinen Kommentar ab. Er nahm die Umgebung ebenso auf wie ich. Beide suchten wir nach Hinweisen, aber es gab nichts zu sehen. Kein Grabstein erhob sich aus dem Gras. Es war auch keine fremde Bewegung zu erkennen. Und nur der feuchte Dunst hatte eine schwache Decke auf den Boden gelegt. Lange würde es nicht mehr hell bleiben. Dann schob sich das Grau der Dämmerung heran. Ich hoffte, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt einen Erfolg erzielen konnten, doch noch bestanden große Zweifel. Sollen wir umkehren oder bleiben? Ich zuckte zusammen. Umkehren? Suko lachte. Nimm es nicht zu ernst. Ich habe es nur so dahingesagt. Du kommst mir einfach anders vor als sonst. Das liegt an den Umständen und auch daran, dass ein gewisser Hector de Valois eine Rolle spielt. Das kann ich gut verstehen. Kannst du mir auch sagen, wie es kommt, dass zwei Männer, die schon seit langem tot sind, ganz normal daherkommen, als wären sie noch am Leben? Das müssen wir herausfinden. Ja, Suko. Und ich denke, dass wir wieder mal auf etwas völlig Neues treffen. Nach diesem Satz öffnete ich den Gurt und drückte die linke Tür auf. Im Rover war es warm gewesen, jetzt erwischte mich die Außentemperatur und auch die Feuchtigkeit, die sich auf meine Haut legte. Es lag am Dunst, der allerdings unsere Sicht noch nicht beeinträchtigte. Auch der Wind war schwächer geworden. Manchmal glitt er in unsere Gesichter, und ich nahm ihn mehr, als ein Streicheln war. Auch Soko hatte den Wagen verlassen. Wir drückten die Türen zu und stellten fest, dass der Boden recht weich war und nass zugleich. Unsere Füße sanken zum Glück nicht ein, denn wir bewegten uns auf einem Teppich aus Gras. Die Stille, die hier herrschte, empfand ich als unheilvoll. Es störte nichts. Kein Vogel meldete sich und es flog auch keiner über unsere Köpfe hinweg. Wir brauchten nicht zu reden und uns abzusprechen. Der Weg war uns praktisch vorgezeichnet. Wir gingen geradeaus. Unser Ziel war der Wald. Wir hatten unsere Blicke auf den Boden gerichtet. Ohne uns abgesprochen zu haben, suchten wir nach irgendwelchen Hinweisen auf den Pestfriedhof. Es gab nichts zu sehen. Kein Kreuz, kein Grabstein, kein anderes Symbol, was darauf hingewiesen hätte. Hier sah alles völlig normal aus, und trotzdem war es das nicht. Ich konnte einfach nicht die Stimmen vergessen, die ich am Bahnhof gehört hatte die hatte ich mir auch nicht eingebildet sie waren da gewesen und ich ging davon aus dass sie intensiv mit unserem fall zu tun hatten wobei ich mich fragte ob es möglicherweise die stimmen der geister der pesttoten waren die unter dieser erde lagen die zeit hatte alle spuren verdeckt falls es überhaupt welche gegeben hatte dieses gelände hier war kein normaler friedhof gewesen er verdiente mehr den namen totenacker als ich stehen blieb, hatten wir etwa die Mitte des Geländes erreicht. Suko sah mich an. Ich wusste, dass er Fragen hatte. Er musste sie nicht stellen. Ich gab ihm die Antwort schon vorher. Ich warte auf die Botschaft, auf die Rückkehr der Stimmen. Bist du so davon überzeugt? Ja. Und warum habe ich sie nicht gehört? Auf diese Frage hatte ich fast gewartet. Die Antwort war nicht schwer, weil du in diesem Fall außen vor bist. Das sehe ich als eine Tatsache an. Und warum bin nur ich das und nicht du? Wegen Hector de Valois. Suko zog die Augenbrauen zusammen. Glaubst du wirklich, dass er eine so große Rolle spielt? Damals schon. Und heute? Die Frage war nicht leicht zu beantworten. Das musste ich zugeben. Deshalb wische ich auch etwas aus. Ich hoffe, dass ich auf irgendeine Art und Weise Kontakt mit ihm bekomme. Nach diesen Worten faßte ich in die Tasche meiner Outdoorjacke und holte das Kreuz mit der zusammengerollten Silberkette hervor. Es verging nicht mal zwei Sekunden, als ich leicht zusammenzuckte, was Suko auffiel. Eine Warnung? Für einen Moment schaute ich nur das Kreuz an. Ich weiß es nicht genau, denn eine direkte Warnung erlebe ich nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass es sich etwas erwärmt hat. Darf ich mal, bitte? Ich legte das Kreuz in Sukos Hand. Er strich mit der Daumenkuppe darüber hinweg und nickte. Ja, du hast recht. Das ist wohl keine Körperwärme. Genau. Der Inspektor fasste zusammen. Dann können wir davon ausgehen, dass in dieser unmittelbaren Umgebung etwas lauert, das sich zu unseren Feinden zählen muss und nur nicht zu sehen ist. Richtig. Das war wie bei den Stimmen. Da habe ich auch nichts gesehen und nur etwas gehört. Hoffentlich schreckt ein Kreuz die andere Seite nicht ab. Bestimmt nicht. Ich habe es ja auch bei meinem ersten Kontakt bei mir getragen. Ich war von meinen Worten überzeugt und es verging nicht viel Zeit, als ich die Bestätigung erhielt. Sie waren da. Urplötzlich und auch nicht mehr so leise. Ich trat einen Schritt zur Seite und sah Sukos fragenden Blick auf mich gerichtet. Was ist los mit dir, John? Sie sind da, sagte ich nur. Wenn ich bisher noch leichte Zweifel gehabt hatte, auf dem Gelände hier richtig zu sein, so änderte sich das in diesem Augenblick. Denn jetzt wusste ich, dass wir nicht mehr allein waren, obwohl sich niemand zeigte und auch am Waldrand keine Bewegung zu sehen war. Ich schaute wieder auf mein Kreuz. Die Hand hatte ich gekrümmt, aber das Kreuz war noch zu sehen und auch wieder zu spüren. Denn die Wärme, die es ausstrahlte, verteilte sich auf meiner Haut. Es war noch keine scharfe Warnung, wie ich sie schon oft genug erlebt hatte, sondern schwächer, als wollte mich das Kreuz zunächst auf etwas hinweisen. Niemand war zu sehen. Und doch kam die andere Seite auf mich zu, denn die Stimmen schwangen näher. Ich hörte nicht, welche Botschaft sie mir brachten, und ging davon aus, dass dies später erfolgen würde. Noch kreisten die Geräusche um meinen Kopf. Ein Konglomerat aus Botschaften, die sich erst auflösen mussten, damit ich einen Schritt weiter kam. Ich setzte darauf, dass dies eintreten würde, und ich hatte mich nicht geirrt. Zuerst wehten die Stimmen von mir weg, verschwanden jedoch nicht völlig, so dass ich sie noch als eine ferne Botschaft wahrnahm. Ich vermutete, dass sie mich nicht allein lassen würden, und hatte richtig gedacht, denn sie kehrten wieder zurück. Nur anders als beim ersten Mal. Denn jetzt bestanden sie nicht mehr aus diesem Rauschen. Es gab plötzlich Unterschiede, und ich spürte, dass der Kontakt intensiver wurde. Es war nicht nur eine Stimme, die sich herauskristallisierte, sondern gleich mehrere. Aber sie waren so nah, dass ich sie verstehen konnte. Was willst du? flüsterte es aus der Geisterwelt. Willst du zu uns? Auch. Willst du dich entscheiden? Ich wusste nicht, was ich auf diese Frage antworten sollte. Es war für mich neu. Wie sollte ich mich entscheiden? Und vor allen Dingen, wofür sollte das geschehen? Nein, ich. Es hatte keinen Sinn, etwas zu sagen oder zu fragen, denn die Stimmen hatten sich zurückgezogen, und ich erlebte meine Umgebung wieder normal. Suko ahnte, dass etwas passiert war, und fragte mit leiser Stimme Sind Sie wieder weg? Ja. So schnell, wie sie gekommen waren. Das ist schon seltsam. Haben sie dir denn mitgeteilt, was genau sie von dir wollten? Auch das nicht. Allerdings denke ich, dass sie nicht völlig verschwunden sind. Sie werden zurückkehren. Es war bestimmt so etwas wie ein Test. Gut, das ist deine Sache. Ich jedenfalls habe nichts gehört. Dann halte mir den Rücken frei. Dafür bin ich hier. Es war gut, einen Partner wie Suko zu haben, auf den man sich verlassen konnte. Ich überlegte zugleich, wie ich mich verhalten sollte. Vielleicht war es besser, wenn ich auf den Waldrand zuging oder einfach nur in Bewegung blieb. Zudem kam mir noch ein anderer Gedanke. Im Garten der Conollys hatte ich diesen Pesthauch eingeatmet und ich wunderte mich schon, dass er hier nicht zu riechen war. Wenn die beiden Verdammten in der Nähe waren, musste man sie einfach riechen. John, da ist was! Sukos Satz riss mich aus meinen Überlegungen. Ich schaute ihn an und sah, dass er seinen rechten Arm nach vorne gestreckt hatte, um auf den Waldrand zu deuten. Ich brauche eigentlich nicht mehr zu erwähnen, dass Suko bessere Augen hat als ich. In diesem Fall wurde es mir wieder bestätigt. Beim ersten Hinschauen sah ich nichts und stellte sofort eine Frage: Was siehst du denn? Ähm, Schatten, bitte? Er nickte. Ja, ich sehe Schatten. Und wenn mich nicht alles täuscht, zwischen den Bäumen. Aber es sind nicht die beiden Verdammten, auf die wir warten. Ich wollte mich nicht nur auf Sukos Worte verlassen. Da packte mich schon der Ehrgeiz und ich konzentrierte meine Blicke auf den Waldrand. Die Bäume standen dort nicht dicht beisammen. Es gab genügend Lücken. Außerdem hatten sie ihr Blattwerk verloren, das als weiche Matte auf dem Erdboden lag. Es war aber auch der schwache Dunst zu sehen, der wirkte, als wäre er wie von Pinselstrichen gemalt. Dann sah ich es auch. Höher als der Dunst, über ihm schwebend, sich aus ihm herausdrängend, waren die feinstofflichen Gestalten zu erkennen, die mir jetzt wie Geister vorkamen, die ich kannte, weil ich schon oft Kontakt mit ihnen gehabt hatte. Jetzt sehe ich sie auch, Suko. Okay, und was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Sind es Astralleiber? Feinstoffliche Wesen? Geister aus einer anderen Welt? Ich glaube jedenfalls nicht, dass es die Geister derjenigen sind, die hier unter der Erde vergraben liegen. Okay, wer sind sie dann? Das werden Sie mir hoffentlich sagen können. Ich warte auf einen Kontakt. Nach dieser Antwort schaute ich auf mein Kreuz, weil ich hoffte, es als Vermittler zu erleben. Da geschah nichts. Und so hatte ich Zeit, mich wieder auf die neue Entdeckung zu konzentrieren. Sie waren nicht verschwunden. Sie blieben. Und wie es aussah, verstärkten sie sich. Sie hatten einen Halbkreis gebildet und traten jetzt nebeneinander aus ihrem Versteck hervor. Es gab für mich nur eine Erklärung. Sie wollten zu mir. Sie hatten endlich ein Ziel. Ich hörte sie nicht, denn sie waren nur zu spüren. Etwas erwischte meinen Körper. Was genau es war, fand ich nicht heraus. Es war wie ein schwacher Geistersturm und der ließ mich leicht erschauern. Es war wirklich der Kontakt mit der anderen Seite, der Geisterwelt. Zugleich stellte ich mir die Frage, welche Welt ich da vor mir sah. Aus Erfahrung wusste ich, dass es einige gab, verschiedene Sphären, und ich erlebte wohl eine, die ich noch nicht kannte. Die Stimmen waren plötzlich da. Sie kreisten in meinem Kopf. Den Eindruck hatte ich zumindest. Sie wollten ihre Botschaften loswerden, ohne bisher konkret geworden zu sein. Meinen Blick hielt ich nach vorn gerichtet, weil ich die andere Seite nicht aus den Augen lassen wollte. Ich war überzeugt, dass sich die Schatten nicht mehr zurückziehen würden. Das Kreuz hielt ich fest. Ich wartete darauf, dass sich seine Reaktion verstärkte, was nicht geschah. Es blieb bei seiner ersten Botschaft, und damit musste ich mich abfinden. Das war nicht mal so schlecht, denn ich ging davon aus, dass mich die andere Seite nicht töten wollte. In und um meinen Kopf herum tönte nach wie vor die Botschaft. Ich verstand leider nichts und wartete darauf, dass die andere Seite verständlicher wurde. Das trat tatsächlich ein. Es wurde für einen Moment still, so daß nur die schwachen Nebelgestalten zu sehen waren, auch nicht mehr am Waldrand, sondern jetzt mitten auf dem Friedhof. Sie hatten den Kontakt verstärkt und das bekam ich auch zu hören. Aus den zahlreichen Stimmen wurde wieder eine, und die nahm Kontakt zu mir auf. Du bist gekommen, das ist gut. Wir haben dich gar nicht erwartet, denn Hector de Valois gibt es nicht mehr. Das stimmt. Und doch hast du etwas, das wir von ihm kennen. Meint ihr das Kreuz? Ja, was sonst? Auch er hatte es. Er hat voll und ganz darauf vertraut, und er hat die beiden Menschen verflucht. Er war mit dabei, als sie starben. Sind sie denn tot? Ich hörte die Antwort. Sie bestand nur nicht aus Worten. Ich vernahm ein Geräusch oder Laute, die sich wie Gelächter anhörten, das allmählich verstummte und dann wieder in den Stimmenklang überging. Sie sind noch da. Diese Antwort hatte ich erhofft, denn sie war für mich der Beginn für eine Erklärung, die ich von der anderen Seite haben wollte, weil ich sie mir selbst nicht geben konnte. Dann. Dann leben Sie? Erneut überraschte mich die Antwort. Sie sind niemals tot gewesen. Was soll das? Es wurde gesagt, dass Sie erschlagen und hier begraben wurden. Sie haben die Pest in sich gehabt, und es war ein gewisser Hector de Valois, der hier seine, du bist dumm. Ich nahm es hin und sagte nichts. Du bist so dumm und auch voller Unkenntnis wie der Mann, der dein Kreuz damals trug. Er hat gedacht, dass er gewinnen würde, aber das konnte er nicht, denn wir sind stärker oder waren es. Ja, flüsterte ich zurück. Und wer seid ihr? Wieso könnt ihr behaupten, dass ihr stärker seid? Weil wir es sind, schon seit Alters her. Wir sind den Menschen überlegen. Viele verehren uns, viele wollen sein wie wir, aber nur wenige schaffen es als Geister zu existieren? Ja, so nennt man uns. Aber wir haben auch einen anderen Namen, der den Menschen besser gefällt. Nein, ich wusste noch nicht Bescheid, aber mir lag der Begriff auf der Zunge, obwohl ich das alles im Moment nicht nachvollziehen konnte. Die Erklärung gab man mir. Wir sind Engel. Bisher hatte ich den Vorgang normal und ohne Schockwirkung hingenommen, als ich jedoch hörte, als was sie sich sahen, da geriet ich schon ins Grübeln und erlebte auch einen leichten Schock. Wieso Engel? Das bekam ich nicht in meinen Kopf. Ich kannte die Engel. Ich hatte genug mit ihnen zu tun gehabt, und sie begegneten mir auch immer wieder, aber diese Gestalten hätte ich auf keinen Fall als Engel eingestuft. Nur sah ich keinen Grund, es nicht zu glauben. Ich dachte sofort daran, dass es auch unter den Engeln große Unterschiede gab. Sie waren nie gleich. Es gab die guten und es gab die bösen Engel. Und ich war mir hier noch nicht sicher, zu welcher Kategorie sie zählten. Du wunderst dich? In der Tat. Da kenne ich viele, die sich gewundert haben, wenn wir uns mal zeigten. Es geschieht nicht oft, aber damals haben wir es getan. Wir wollten nicht, dass die beiden so wertvollen Menschen starben. Wir wollten, dass sie lebten. Aber man hat sie getötet hielt ich entgegen. Man hat sie sogar hier begraben. Ich hörte ein kicherndes Lachen und dann die Frage Hat man das wirklich? So ist es überliefert. Es stimmt nicht alles. Man hat sie zwar erschlagen, aber man hat sie hier nicht verscharrt. Man wollte es an einem anderen Tag tun. Es war ihnen nur wichtig, dass sie nicht mehr lebten, und das hat auch dieser Mann mit dem Kreuz gesagt, der dann gegangen ist. Als die Menschen am folgenden Tag auf dieses Gelände kamen, um die beiden Toten zu verscharren, waren sie nicht mehr da. Aha, und daran seid ihr schuld gewesen, oder? So ist es gewesen. Wir hatten ihnen schon vorher die Entscheidung überlassen. Sie konnten sich für den Himmel entscheiden, dann wären sie möglicherweise zu Engeln geworden, aber auch für die Hölle. Dann wären sie Menschen geblieben und irgendwann wieder auf diese Erde zurückgeschickt worden. Ich wusste Bescheid. Es war völlig anders, als ich es angenommen hatte. Darauf wäre ich nie gekommen. Und in meiner Stimme schwang noch das Staunen mit, als ich fragte: Dann habt ihr euch um sie gekümmert, nachdem sie sich für uns entschieden hatten. Also für die Hölle. So sagt ihr Menschen. Wir haben sie übernommen. Die Verdammten waren in unserem Schoß sicher. Ich hatte es geahnt. Und meine Ahnung hatte mich nicht getrogen. Obwohl ich viel mit den Engeln zu tun hatte, gab es doch immer wieder große Überraschungen. Ihre Welt war so vielfältig, so unterschiedlich, und es gab auch in ihr die beiden großen Gegensätze. Das Gute auf der einen, das Böse auf der anderen Seite, das von der Hölle und deren Herrscher aufgebaut worden war. Diese Gruppe von Engeln stammte aus dem Dunstkreis der Hölle und aus einem Reich, zu dem ich keinen Zutritt hatte. Sie hatten sich die Toten geholt, und waren über lange Zeit hinweg ihre Wächter gewesen. Nun war die Zeit reif für eine Rückkehr der Verdammten. Und beide hatten genug gewusst, wem sie im Prinzip ihren Tod zu verdanken hatten: Hector de Valois. Der aber lebte nicht mehr, doch sie wussten genau, dass sich das Kreuz in seinem Besitz befunden hatte. Nun besaß es ein anderer Mensch, nämlich ich. Und diesen Menschen setzten sie mit de Valois gleich. Deshalb hatten sie mir auch ihren Pestkeller geschickt. Raffinierter konnte man einen Plan nicht einfädeln. Aber ich war jetzt gewarnt und würde mich anders verhalten als mein Vorgänger. Die graue Geistermasse, die sich als Engel sah, war noch immer vorhanden. Man konnte sie nur als Masse bezeichnen, denn sie standen so dicht beisammen, dass es keine Zwischenräume gab. Zudem waren sie Gesichts und beinahe auch gestaltlos, doch in ihnen steckte das Fluidum der Hölle. Und jetzt leben die beiden Pestbringer wieder, fasste ich in einem Satz zusammen. Ja, denn wir haben es ihnen ermöglicht. Und sie haben gespürt, dass es für sie etwas zu tun gibt. Ihr Mörder existiert nicht mehr, aber sein Nachfolger sehr wohl. Ich weiß Bescheid. Sie sind gekommen, um sich zu rächen. Eine Rache der Verdammten. Nur wird sie nicht klappen, denn... Sie wollen dich nicht töten. Sie wollen etwas mit dir anstellen. Sie werden dich auf ihre Seite ziehen. Ich blieb gelassen und sagte, das ist mir neu. Wie soll das geschehen? Sie sind bereit, dir den Pestkuss zu geben. Du wirst infiziert und du wirst zwangsläufig andere Menschen anstecken. So sieht der Plan aus, den sie heute noch ausführen werden. Bereits die letzten Worte waren leiser gesprochen worden. Es war für mich der Beweis, dass die Masse der Engel ihren Besuch beenden würde, und das trat auch ein. Die grauweiße und fast gestaltlose Masse löste sich vor meinen Augen auf. Als wäre sie eine Nebelbank, die von einer heftigen Windböe erfasst worden war. Für mich war der Blick auf den Waldrand wieder frei. Allmählich kehrte ich auch in die Realität zurück. Ich spürte den Wind, die Kühle und kam mir vor, als wäre ich von einer Reise zurückgekehrt, wobei ich nicht allein war. Denn der schnelle Blick nach links sagte mir, dass dort mein Freund Zuko stand. Er nickte und fragte dann, und? Ich holte tief Luft und strich über meine Stirn. Auf meinen Handflächen lag der Schweiß. Hast du es gehört? Nein schon. Das war nur für dich bestimmt. Ich habe die Masse gesehen und dich beobachtet. So konnte ich erkennen, dass du dich mit ihnen unterhalten hast. Das ist wohl wahr. Ich will mal dahingestellt sein lassen, ob es eine Unterhaltung war. Es war mehr eine Aufklärung und letztendlich eine Drohung. Ich weiß nun, was alles passiert ist, auch damals. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir schon bald Besuch bekommen, der uns mit dem Pestvirus anstecken will. Suko nahm es hin. Er fragte noch, Du weißt jetzt auch, warum sie leben? Ja. Um es kurz zu sagen, es hat mit dem Eingreifen der Engel zu tun. Sie wollten ihren Tod nicht. Aber sie wollen Rache. Und deshalb sind die beiden Verdammten wieder hier. Suko nickte, als er sagte, Ja, das sehe ich ein. Es klingt sogar irgendwie logisch. Ich verzog die Lippen. Mit der Logik war es in unserem Job so eine Sache. Darauf konnte man sich nicht immer verlassen. Denn oft, wie auch jetzt, spielten Kräfte eine Rolle, die sich nicht um Naturgesetze zu kümmern brauchten. Aber wo sind sie? Und um wen handelt es sich überhaupt? Ich meine, sie waren tot. Nun existieren sie wieder. Und kann man da sagen, dass wir es mit Zombies zu tun haben? Keine Ahnung. Sie sind zumindest keine Zombies, wie wir sie kennen. Letztendlich ist es auch nicht wichtig, denn, ich verstummte, weil ich plötzlich eine Stimme hörte. Dem Klang nach passte die zu den Stimmen, die ich gehört hatte, auch wenn sie jetzt nur sehr leise zu hören war. Wir haben ihnen neues Leben eingehaucht, wurde mir übermittelt. Ich wollte etwas erwidern, spürte aber zugleich, dass die andere Seite nicht mehr vorhanden war. Suko wunderte sich über meine letzte Reaktion. Was ist denn passiert? Ich sagte es ihm. Er musste lachen. Dann sind es Zombies, die von Engeln geschaffen worden. Öfter mal was Neues. Er schüttelte den Kopf. Man lernt eben nie aus. Du sagst es. Gut. Und jetzt sollten wir uns um die beiden Verdammten kümmern und sie endgültig zur Hölle schicken. Während seiner Worte holte er die Dämonenpeitsche hervor, schlug einmal einen Kreis und ließ die drei Riemen aus dem Griff rutschen. Er war kampfbereit, wollte noch etwas sagen, hielt sich aber zurück, denn in diesem Moment erreichte uns der eklige Geruch einer Pestwolke. Genau vor uns, und dort lag der Wald. Ein Blick reichte aus. Zwei Gestalten hatten den schützenden Wald verlassen und kamen geradewegs auf uns zu. Das also waren die zum Leben erweckten Pestbringer. Zwei Männer, die sich unterschieden. Der eine war weißhaarig und schien älter zu sein. Sein Nebenmann hatte dunkles Haar. Von beiden Gesichtern war noch nicht viel zu erkennen. Gekleidet waren sie nach der Mode ihrer Zeit. Sie trugen Mäntel, die mehr Umhänge waren. Um den Hals des dunkelhaarigen band sich ein Schal, und sie gingen mit einer Ruhe, wie man es nur von Menschen erwartet, die sicher waren, einen Sieg zu erringen. Der Gestank wehte ihnen voran. Noch sahen wir nicht, ob die Seuche sie gezeichnet hatte. Dafür mussten sie näher an uns herankommen. Und da fiel es schon auf, dass ihre Gesichter nicht so glatt waren wie die eines normalen Menschen. Man konnte sie als Pockennabig bezeichnen. Es war das Erbe der Seuche, aber es hatte sie nicht umgebracht. Wir durften mit ihnen nicht in Berührung kommen. Auf keinen Fall konnten wir es uns leisten, dass sie uns ihren Pestatem ins Gesicht tauchten. Das konnte für uns tödlich sein. Ich blickte mein Kreuz an. Ja, es reagierte. Lichtfunken huschten darüber hinweg und schnell hängte ich es offen vor meine Brust. Suko sah, was ich getan hatte und nickte mir zu. Ich denke, dass ich besser dran bin als du. Warum? Er hob die Peitsche an. Damit kann ich sie angreifen, ohne in ihre direkte Nähe zu gelangen. Da hatte er recht. Dennoch riet ich ihm, vorsichtig zu sein. Kannst dich darauf verlassen. Wen nimmst du dir vor? Ich denke den Weißhaarigen. Er läuft genau in meiner Spur. Wie wäre es, wenn du dem Zweiten eine geweihte Silberkugel auf den Pelz brennst? Gute Idee. Aber lass mich erst. Suko ging selten ein Risiko ein. Und wenn doch, so wie hier, dann war es ein kalkuliertes. Auf die Dämonenpeitsche konnte er sich verlassen. Es war eine ungemein starke Waffe im Kampf gegen die Diener der Finsternis. Sein Weg führte ihn auf den Weißhaarigen zu. Suko bewegte sich leicht nach links, um zu sehen, ob der Verdammte dieser Bewegung folgte, was er auch tat, denn er hatte sich ebenfalls auf Suko eingeschossen. Die drei Riemen der Peitsche schwangen bei jedem Schritt hin und her. Der Weißhaarige musste das auch sehen, nur war ihm nicht bewusst, was das für eine Waffe war. Suko lief plötzlich los. Es war wie der Start eines Kurzstreckenläufers, und auf einmal tauchte er dicht vor dieser stinkenden Pestkreatur auf. Die ging nicht in Deckung. Sie wollte den Kampf und lief Suko ebenfalls entgegen. Mein Freund wartete genau den richtigen Zeitpunkt ab. Als sich der Weißhaarige nach vorn warf, huschte er nach links weg und schlug aus dem Handgelenk von der Seite herzu. Es war der perfekte Schlag. Auf dem Weg zum Ziel entfalteten sich die drei Riemen und erwischten voll den Kopf und auch einen Teil des Körpers des Verdammten. Einen Schrei stieß er nicht aus, aber er kippte zur Seite und brach mit dem linken Knie ein. Um nicht zu Boden zu fallen, streckte er den Arm aus und schaffte es tatsächlich, sich abzustützen. Ob er außer Gefecht gesetzt worden war, sah ich nicht. Zumindest kam er nicht mehr auf die Beine, und Suko ging auf ihn zu, um ihm einen zweiten Schlag zu versetzen. Ich wäre gern Zeuge gewesen, aber es gab noch einen weiteren Angreifer, und der hat es auf mich abgesehen. Durch Sukos Aktion war ich ein wenig abgelenkt worden, und so hatte der Verdammte es geschafft, die Distanz zu mir schneller zu verkürzen, als ich erwartet hatte. Er war noch nicht zum Greifen nahe. Aber ich roch ihn jetzt stärker. Was mir da entgegenwehte, war eine unsichtbare Wolke, die so eklig stank, dass mir der Atem geraubt wurde. Ich sah jetzt auch sein Gesicht besser. Es war von nicht richtig verheilten Geschwüren bedeckt. Am Kinn sah ich zwei, die noch nesten. Nur nicht zu nahe kommen lassen, nur keine Pestbazillen einatmen. Ich holte die Beretta hervor. Das sah auch der andere und kümmerte sich nicht darum. Zu seiner Zeit war eine derartige Waffe noch nicht erfunden worden. Ich wollte nicht auf seinen Kopf zielen, weil er nicht sehr ruhig ging, das war auf dem unebenen Boden nicht möglich, so geriet er bei jedem Schritt leicht ins Schwanken. Deshalb zielte ich auf den Körper. Ein Problem gab es dabei nicht, ich konnte ihn einfach nicht verfehlen und drückte ab. Der laute Schussknall zerriss die Stille auf dem alten Pestfriedhof. Mit voller Wucht stieß das geweihte Silbergeschoss in die Brust des Verdammten, und dieser Hammer haute ihn von den Beinen. Er riss die Arme hoch, dann verschwand sein Gesicht, weil er nach hinten kippte und ins hohe Gras fiel. Hatte ich es geschafft? Ich wartete einige Sekunden und konzentrierte mich dabei voll und ganz auf ihn. Zu hören war nichts, zu sehen auch nicht, denn er bewegte sich nicht. Ich schlich auf ihn zu. Je näher ich kam, um so schlimmer nahm ich den Gestank wahr. Die ekelhafte Wolke wollte einfach nicht verschwinden, und ich sah zwei Sekunden später, dass ich ihn nicht tödlich erwischt hatte. Der Verdammte richtete sich auf und schaffte es tatsächlich in eine schräge Sitzhaltung zu gelangen, aus der er mich anschauen konnte. Sein Gesicht war nicht weit entfernt. Ich sah es jetzt mehr als deutlich, entdeckte das Zucken darin, sah, dass er den Mund öffnete. Als wollte er mir eine mit Pestbazillen gefüllte Wolke entgegenschleudern. Ich wich sicherheitshalber aus, und so bekam er Zeit, sich wieder auf die Füße zu quälen. Das wollte ich auf keinen Fall zulassen. Und diesmal würde ich seinen Kopf nicht verfehlen. Der Verdammte befand sich noch mitten in der Bewegung, als ich zum zweiten Mal schoss. Von der Seite her schmetterte das geweihte Silbergeschoss in seinen Kopf. Und diesmal blieb er für einen winzigen Augenblick in seiner Position, so dass ich mitbekam, wie der verfluchte Pestschädel des Verdammten zerrissen wurde. Es schien so zu sein, als würde innerhalb des Schädels eine Explosion stattfinden, die dafür sorgte, diesen lebenden Pesttoten endgültig zu vernichten. Ich hatte mich auch deshalb für den Kopfschuss entschieden, weil ich wusste, dass diese Treffer im Kampf gegen Zombies ihre Vernichtung bedeuteten. Diesmal bewegte er sich nicht mehr, als er auf dem Boden aufschlug. Was die Kugel aus seinem Schädel gefegt hatte, das lag verteilt um ihn herum, und für mich war es ein stinkender Brei. Ich hatte den Kampf gewonnen, wich von ihm zurück, um wieder klare Luft einzuatmen. Das tat mehr als gut, und dann hörte ich die Stimme meines Freundes Suko. Das ist es wohl gewesen. Er hatte recht. Ich wollte nur genau wissen, was mit dem Weißhaarigen passiert war, und ging zu ihm. Sukos Peitsche hatte ganze Arbeit geleistet und die Gestalt regelrecht zerrissen. Das war besonders dort zu sehen, wo der Verdammte nicht von der Kleidung geschützt worden war. Dort hatten sich tiefe Furchen oder Wunden in seiner Haut gegraben. Suko hielt mir seine Hand hin, und wir klatschten uns ab. »Das ist es wohl gewesen, Alter«, sagte er. »Genau.« hier in der Umgebung wird sich kein Mensch mehr mit der Pest anstecken. Liegen lassen konnten wir die Zombies nicht. Sie mussten von Spezialisten abtransportiert werden. Zum Glück gab es solchen Experten, die sich darum kümmern konnten. Suko wollte auch sehen, was mit meinem Gegner passiert war. Wir gingen zu dem Schwarzhaarigen, der von einer Silberkugel in den Kopf getroffen war. Sie hatte den Schädel nicht nur zerstört, sie hatte auch für etwas anderes gesorgt. Die Gestalt verging. Sie war dabei, sich aufzulösen. Sie wurde zu einer weichen Masse. Es war besonders an ihrem Kopf zu sehen, der zu einer dicken, sirupartigen Flüssigkeit geworden war, die jetzt sogar in den Boden sickerte. Wir schauten uns an. Beide beschäftigten wir uns mit dem gleichen Gedanken. Müssen wir die Spezialisten noch holen? fragte Suko. Nein, erwiderte ich nach einer kurzen Zeit des Überlegens. Das brauchen wir nicht. Sie haben schon einmal in der Erde gelegen. Jetzt werden Sie endlich das bekommen, was Sie verdient haben. Der Meinung war Suko auch. Er wollte nur noch zu dem Weißhaarigen gehen, um sich zu überzeugen, ob bei ihm das gleiche Phänomen eingesetzt hatte. Ich ging nicht mit und war froh, dass sich der Pestgestank immer mehr verringerte. Dieser Fall war in der Tat etwas Besonderes gewesen. Nicht nur, dass wir es geschafft hatten, eine mittelalterliche Epidemie zu vermeiden, ich hatte auch wieder etwas Neues über die Reiche der Engel und über sie selbst erfahren. Wie heißt es noch so schön, man lernt nie aus, und das traf in unserem Fall hundertprozentig zu.